Das Intro sagt zwar immer noch, es sei Teil 2, aber wir sind beim ominösen Teil 13 angekommen. Unserer gespielten Version der Enemy Within-Kampagne, nicht nur die Kampagne für Warhammer Fantasy Roleplay, eine der legendären Kampagnen für Rollenspiel überhaupt. Ursprünglich aus den 80ern, mehrfach überarbeitet, heute in der angeblich definitiven Version erschienen, bis zur nächsten Edition, im Director's Cut, der nochmal großzügig überarbeitet wurde. Und wir sind im zweiten Teil Death on the Reich. Der Reich ist der große Fluss des Reichs und des Reichlands, was eine Provinz im Reich ist, der Menschen unter Sigma. Nicht, dass Menschen auch woanders leben würden, aber sagen wir mal so, die Leute, die im Reich leben, betrachten sich schon als den wichtigsten Teil von denen, wo Menschen wohnen. Weil die Telianer, die kochen zwar gut und haben Ahnung von Mathematik und Kunst, ja, aber na, was tun die schon gegen das Chaos? Und Marienburger sind eh nur abtrünnig geworden. Und dann gibt's da noch diese Ritter mit ihren fliegenden Pferden, aber die sind sowieso dubios, die tun viel zu elfisch. Und generell alles, was nördlich des Reichs ist, ist sowieso schon verdorben. Also, im Herzen der Menschheit ist eine kleine Gruppe gemütlich auf einem Kahn auf dem Fluss unterwegs. Gemütlich, wenn es keine Überfälle gibt, keine Mutanten, die versuchen an Bord zu kommen, keine Leichen, die den Fluss untertreiben und keine Chaoszauberinnen, die es zu verfolgen gilt. Teil dieser Crew, abgesehen von den NSCs, die, sobald sie nicht irgendwo festgenagelt sind, aufgelesen werden, sind einmal Oliver Hoffmann als Leo Lesterlaute. Wie steht's, wie geht's, Oliver? Und zwar, mir geht es momentan ein bisschen stressig, weil es ist Zeit, Arbeiten zu korrigieren an der Uni. Das ist immer krass. Ansonsten habe ich natürlich wie immer viel zu tun. Aber ansonsten, ja, ich hatte Spaß. Ich komme gerade von einem coolen Lab zurück. Das hat ein bisschen Energie gefressen und ganz viel zurückgegeben. Sehr schön. Ich hoffe, dass wir heute auch mehr Energie geben als fressen. Auf jeden Fall. Aber ansonsten, davon gehe ich aus. Gib mir die Energie. Gut. Daneben der Elfenprinz. Yay. Oder Betrüger der Stufe 3. His Majesty. Ja, Ben and Paper, seiner Gnaden, Gelathanel. Oh, hallo, danke schön. Auch ich hole mir jetzt wieder Energie zurück von einem schönen Abend nach einem stressigen Tag mit Bahnstreik und Notenkonferenzen. Ja, auch bei mir klopft der Realjob härter an, als ich momentan Bock drauf habe. Aber dafür haben wir hier zum Glück eine friedliche Welt voller Mutanten und Tiermenschen und echten Freunden. Von daher, ich bin bereit. Ja, es könnte ein paar sehr schöne Begegnungen heute geben. Mit ganz normalen Menschen. Warum glaube ich dir das nicht? Lügst doch. Die Zwillingsschwester. Und weniger die feine Betrügerin, als mehr die Person, die gekonnten Nasen bricht. Bananepik von Orkischem Geschmack spielt Ruona. Hi. Hi. Wie ist bei dir? Hast du heute schon was Leckeres gegessen? Ich esse gerade Cashewkerne und hatte eben schon ein Stück Schokolade, also würde ich sagen, ja. Cashews. Beste Nuss. Nach der Haselnuss natürlich. Und zu guter Letzt, Thomas Römer, Grundpfeiler des deutschen Rollenspiels. Das ist eine kuriose Art und Weise, sich jemanden anzumoderieren. Du bist Architektur, aber es ist nun mal so. Spielt Karl Schauermann den neunfingerigen Schauermann. Hallo, wie ist bei dir? Oh, ja, auch ich leider ein klein bisschen unter dem Bahnstreik, weil wir dieses Wochenende eines unserer regulären Spieletreffen haben, das berühmte Spielefeld. Da mussten leider einige Leute absagen, weil sie einfach nicht in die Stadt kommen konnten, die es nicht gibt, weil sie tief aus Süddeutschland kommen und da fährt einfach kein Fernzug mehr. Das war dann noch ein bisschen Organisationsaufwand. Das heißt, bin auch ein klein bisschen gestresst, momentan ein bisschen ausgepowert, weil ich glücklicherweise eben gerade Sport gemacht habe. Was? Ja. Was? Du lässt uns alle schlecht dastehen, Thomas, mit deinen guten Antworten. Diverse Ärzte haben mir im letzten Jahr gesagt, machen Sie Sport. Und tatsächlich bin ich einigermaßen regelmäßig beim Rückensport. Und ja, ab einer gewissen Zeit
Also die ersten Monate sind immer bäh. Da hat man überhaupt keine Lust, irgendwie ins Studio zu gehen, weil das alles so langweilig ist. Aber die haben ein WLAN und man kann sich Musik auf die Ohren setzen. Und so nach einem halben Jahr macht es dann sogar ein bisschen Spaß. Sehr gut. Ich bin überzeugt, nächsten Sommer Probetraining. Warum es im Sommer bin? Ich kann es nicht bestätigen nach einem halben Sommer Jahr. Sommer 2025. Aber man hört erstaunlich viele Podcasts und Hörbücher dann auf einmal aus Selbstverteidigung, weil die Musik, die in Fitnessstudios läuft, ist Körperverletzung, wenn man mich fragt. Das glücklicherweise haben die keine Inhouse-Musik, sondern ich kann mir halt über Streaming-Dienste meiner Wahl aufs Ohr drücken, was ich haben will. Ja. Und tatsächlich eher irgendwelche motivierende Musik als Podcast oder Hörbücher. Sehr gut. Das ist auf jeden Fall unsere renommierte Truppe an Rollenspiel Who is Who, die an Bord der Flinken Finger unterwegs ist. Was ist bisher geschehen? Zu Beginn der ganzen Sache waren diese vier eigentlich auf der Reise nach Altdorf, um sich einem kommenden Kriegszug anzuschließen, denn andere Arbeit gab es nicht. Es ist leider nichts draus geworden, aber dafür ist man auf dem Weg dorthin über einen sterbenden, nein, ich glaube sogar schon toten Mann gestolpert, der eine bemerkenswerte Ähnlichkeit zu Leo Lesterlaute aufwies. Papiere, die ihn als einen... Kommen wir aus Mittenheim? Nein, ich glaube nicht. Auf jeden Fall als einen Herrn Castor Lieberung, einen feinen Herrn und Anwalt, glaube ich, irgendwie ausgewiesen haben. Und noch viel wichtiger, ein Schreiben, das ihn zu einem anderen Anwaltshaus zitierte, um ihm einen Nachlass zukommen zu lassen. Kurzerhand wurde beschlossen, dass Leo Lesterlaute jetzt Castor Lieberung ist und man mal schaut, was das mit diesem Erbe auf sich hat. Allerdings war das eine Falle, unangenehmerweise von einem Dämonenjäger und unangenehmerweise wurde der danach von einem Dämon gegessen, was alle in unglückliche Verwicklungen gestürzt hat. Mit ein paar Seitenausflügen zur Verfolgung von dreibeinigen Goblins, die vom Zirkus weggelaufen waren und längeren Wanderungen in der Kanalisation, wurde herausgefunden, dass in Übersreik, der Stadt in dem Nebögenhafen, in dem man sich befunden hat, ein Chaoskult aktiv ist, der versucht, die ganze Stadt durch ein Portal ins Chaos zu stürzen, beziehungsweise das Chaos in die Stadt zu holen, damit es alles frisst und verwandelt. Das konnte verhindert werden, aber der Kult, der dahinter steht und zu dem Herr Castor Lieberung leider wohl gehört hat zu Lebzeiten, der ist immer noch sehr interessiert daran, was mit dem Doppelgänger, der jetzt für Castor Lieberung gehalten wird, leider von allen Leuten, den Guten wie den Bösen, was mit dem los ist und wo das Erbe bleibt vielleicht. Aber das ist nicht nur ein Kult, inzwischen ist man auch über einen anderen gestolpert. Man kann unterscheiden, dass die einen lila und das Symbol einer Hand verwenden, um sich zu identifizieren, und die anderen rot und eine Krone. Die mit der roten Krone sind aktuell im Süden des Reichs ziemlich aktiv und scheinen dort sich zusammenzutun. Ihr hattet mit einem kränklichen Magier zu tun, der verdorbenes Zeugs gezaubert hat. Also er hat gezaubert und er ist nicht aus den offiziellen Kollegien, also muss es verdorbenes Zeug sein. Auf jeden. Ja. Und der hat sich zusammengetan, wie ihr jetzt herausgefunden habt, mit einer Frau namens Etelka Herzen, die in einer abgelegenen Gegend Zwergen eine alte Mine abgekauft und dort einen Turm gebaut hat und wohl auch kuriose Experimente durchgeführt. Und nun habt ihr zahlreiche Hinweise, einmal aus einem anderen alten Magierturm, in dem Ghule und andere Untote unterwegs waren, als auch jetzt aus den Notizen von Etelka Herzen, dass es in den sogenannten kahlen Hügeln etwas gibt, das mit den Bahnen von Morslieb, dem Chaosmond dieser Welt, zu tun hat. Und weil offensichtlich eine Menge Leute, die zaubern können, hinterher sind. Deswegen wurde beschlossen, mit der flinken Finger der Barke, die man besitzt, in Richtung dieser kahlen Hügel zu fahren. Und dabei hat man einmal dabei Renata, das ist die Schiffsfrau, die den Zwischenfall als einzige überlebt hat von der alten Besatzung, als die Barke den Besitzer gewechselt hat. Was, wie ich betonen möchte, nicht Schuld dieser Leute hier ist, sondern die haben wiederum
die getötet, die die Barke übernommen haben. Und frisch mit dabei Maultäschler Heufuß. Eine Halblingsköchin, die zumindest ein Stückchen mitfahren wird und sich dadurch revanchiert, dass sie kocht. Ganz wichtig. Als ihr den Fluss wieder flussabwärts fahrt, von Grissenwald aus Dinreik Richtung Tempelbad. Ich habe nur eine ganz kurze Zwischenfrage, bevor wir anfangen. Ist dein Halstuch rot oder violett? Ja. Danke, das war's schon. Dankeschön. Ja. Genau diese Antwort befürchtet. Mhm. Die lila Lätzchenlumpen. Ja, nun. Lila Lätzchenlumpen, sehr schön. Das kann ich nicht gleichzeitig mit meinem. Ja, den habe ich in Insta gesehen, genau. Das hat den Ersatz. Okay. Ich habe mich vorhin mit Nico unterhalten darüber, irgendwie, dass ich noch auf Social Media auf die Runde aufmerksam machen muss. Mhm. Ich nahm diese Feder, warf sie in eine Spray-Unterlage und fing an, sie mit Stofffarbe einzusprühen. Und er so: Hat das irgendwas mit dem Gespräch zu tun, das wir gerade führen? Und ich so: Ja, du wirst schon sehen. Keine Sorge, Leute, Mairi ist demnächst in Hamburg, ich kümmere mich drum. Was genau heißt das? Nein, ich will das gar nicht wissen. Ich habe diese Frage nicht gestellt. Sie gibt mir ein Franzbrötchen und wir verbinden uns. Das macht sie. Ach so, ja, natürlich. Das ganz ist sicher ein Franzbrötchen. Das soll ganz gegen Chaos wirken. Karl-Franzbrötchen, oder? Also Lila, wir beobachten. Wir beobachten. Karl-Franzbrötchen, ja, der ist wirklich schlecht. Ja? Entschuldigung, der musste sein. Gut. Wunderbar. Ja, es duftet auch tatsächlich nach Zucker und Zimt und Butter. Und man hört, dass das tief aus dem untersten Teil des Brustkorbs kommt. Von einer Halblingin, die auf einem Hocker stehend mit allem Gewicht sich auf eine Rolle stützt. Eine Teigrolle. Und den Teig auswalzt, um Plunder herzustellen, der mit Butter und Zucker und Zimt und anderen Gewürzen bestreut wird. Während ihr den Reik wieder nordwärts, flussabwärts fahrt, der, wenn ihr zu den einsamen Hügeln wollt, müsst ihr tatsächlich wieder nach Norden, bis nach Kemperbad, wo ihr schon ein paar Mal wart. Ja, irgendwie. Dann den Stirr nach Osten, durch Stirrland zu fahren. Ja, das heißt auch, dass ihr auf dem Weg dorthin noch einmal Burg Wittgenstein die in hohen Bögen gebaut, kalt ihren Schatten über den Fluss wirft. Ich würde dich gern dahingehend korrigieren, dass es heißen muss, dass wir auf dem Weg dahin ein weiteres Mal Burg Wittgenstein ignorieren. Ignoriert ein weiteres Mal Burg Wittgenstein. Also, würde ich vorschlagen. Ja, also ich meine, was interessieren uns irgendwelche spooky aussehenden Burgen? Wir haben schließlich was vor. So. Ja, ihr kommt abends bei der Burg vorbei, aber nutzt noch das letzte bisschen Licht und Lampen und lautes Rufen, um nicht zu nahe bei der Burg dann für die Nacht anlegen zu müssen. Ihr hättet, glaube ich, letztes Mal auch beschlossen, dass ihr vielleicht nicht dort den Steg nehmt, sondern noch ein Stückchen weiter. Ein Stück entfernt, ja. Und hört dann, als ihr nördlich der Burg seid, sie passiert habt und das ganze Gurgeln und Schmatzen von dem Wasser, das bei den steinernen, gemauerten Anlagen, wo die Festung in das Ufer übergeht, als ihr die alle hinter euch habt, hört ihr ganz leise auf dem Wind jemanden auf einem Cembalo oder einem ähnlichen Instrument spielen. Schau zu Leo. Ziemlich begabt. Das ist hier, da kann jemand was, oder? Ja. Und das kommt von der Burg her? Ich werfe einen sehnsüchtigen Blick auf meine eigene Laute, die in so einem Lederumhänge-Ding, einem Lederfutteral, am Aufbau lehnt. Hm? Da ist jemand richtig gut. Durch keinen Zwang an, lässt der Laute. Ihr könnt hier spielen, das ist unser Boot, wenn ihr antworten wollt. Wie laut ist denn das? Könnte ich... Ist es laut genug, um dazu zu spielen, sozusagen? Du könntest das, aber du bist dir ziemlich sicher, dass es bei der Distanz dann einen kuriosen Effekt erzeugen wird, dass die Person, die wiederum auf dem Cembalo spielt, dich halt versetzt hört. Also du kannst nicht gleich aufspielen. Aber es gibt kurz eine Pause, als jemand wieder so eine Phrase beendet hat und nachdenklich einfach eine dim, 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 dim wieder auf eine Taste klimpert, dass du sozusagen antworten könntest.
Dann mache ich es doch mal. Dann nehme ich mal mein Musikinstrument, meine Laute aus dem Lederfutteral und versuche erstmal die Tonart zu treffen. Das sollte, glaube ich, nicht so schwer sein. Und spiel mal so eine volksliedartige Phrase, die dazu passen würde. Es gibt einen Moment der Stille und dann antwortet tatsächlich, ähnlich verspielt wie vorher, eine Variante auf deine Volksliedphrase. Musik ist Sprache, ich sag's ja immer. Verstehe ich das gerade richtig, dass wir bei Burg Wittgenstein auf uns aufmerksam machen? Das ist eine sehr hässliche Art, es zu formulieren, aber ja. Ohne hier irgendwie... Wir fahren ja weiter, ich dachte... Also da bin ich wirklich jetzt mal bei Ruona, weil ich habe von einem Stück von Detlef Sierk gehört, in dem ein untoter Zauberer, irgendwie sowas, eine Orgel gespielt hat. Das kommt mir irgendwie sehr danach vor. Und zack, da hat es bereits unseren Leo Lester-Laute erwischt. Offensichtlich erwischt. Der Schluch des Cembalo. Ja, ihr hört doch ein paar Mal die Phrase mit so einer fragenden Wendung am Ende wiederholt, während Leo ins Leere starrt. Und dann habt ihr Burg Wittgenstein mit euch. Ihr seid ein Mann der Kultur, Schauermann. Naja, Sirk ist ziemlich bekannt. Ich kenne ihn nicht. Ich auch nicht. Karl Franzhörnchen? Du hast von Detlef Sirk gehört, Karl? Detlef Sirk, ja, der Drachenfels ist, glaube ich, das bekannteste von ihm. Ja, bitte. Großartig. Nichts geht über frischen Plunderteig. Nichts geht über frischen Plunderteig. Stimmt, Leo, ess doch auch was davon und spiel nicht weiter. Auch wenn du gut spielst, aber... Na gut. Und gleich gibt es Stampfkartoffeln. Und dazu Wildschweinwürstchen. Wo hast du die her? Noch die mitgenommen? Die hatte ich noch tatsächlich in der Küche von meiner ehemaligen Auftraggeberin verstecken können vor den Goblins und ihren wild gewordenen Mägen. Sagen wir mal so, ich habe die wertvollsten Nahrungsmittel an mich gerafft und mit mir dort versteckt. Das war wahrscheinlich unvorsichtig. Ich weiß nicht, wie gut Goblins riechen, aber sie haben ja auch mich nicht gefunden. Und dementsprechend Stampfkartoffeln, ein paar Wildschweinfüßchen und Rotkraut. Das ist sozusagen eine Herzensangelegenheit. Aber gut. Dann höre ich auf zu spielen und esse Plunderhörnchen stattdessen. Das kann ich auch gut. Süße Vorspeise ist natürlich mal eine Alternative. Ja. Ja. Ja, ich habe das noch nicht ganz raus mit der kleinen Küche, die hier an Bord ist. Und der Ofen ist jetzt schneller heiß. Und deswegen sind die Hörnchen jetzt schneller fertig geworden als der Rest. Aber großartig. Ich werde auf Tisch. Was ist, wenn wir sie nicht erwischen? Wir haben Etelka Herzen immerhin eine verdammt gute Köchin abgenommen. Das ist fast wichtiger, als sie zu erwischen, oder? Ja, in der Tat. Was hast du denn abgenommen? Wir haben einen Handel. Ja, nun, dann sagen wir einfach gerettet. Das ist korrekt. Und ich bezahle für meine Überfahrt nicht nur mit Dankbarkeit, sondern eben auch mit hervorragender botländischer Küche. Und da habt ihr unsere Dankbarkeit. Gibt es eigentlich irgendetwas, was ihr uns noch über eure ehemalige Auftraggeberin sagen könnt, Frau Heufußen? Sie hat ungewöhnlich große Füße für eine Frau. Oh. Was heißt ungewöhnlich groß? Nee, also sie musste beim Schuster immer eine Sonderanfertigung machen lassen für ihre Reisestiefel. Und sie verträgt Weizen nicht sehr gut. Deswegen. Also ich habe sehr viel aus Roggen backen müssen. Verträgt Weizen nicht gut. Ja, hat sie zumindest gesagt. Wir haben das gar nicht erst ausprobiert. Ich freue mich sehr, dass ich jetzt tatsächlich wieder mit Weizen arbeiten kann. Ich hoffe, oh, gute Güte, ihr habt doch keine solchen Probleme. Essen Elfenweizen? Warum sollen wir nicht? Ihr seht,
essen wir. Und es schmeckt uns sogar. Wir sind lang genug weg von der Insel, als dass wir uns an die Küche des Reichs gewöhnt haben. Naja, die Küche des Reichs und mondländische Küche sind nicht identisch. Das ist richtig. Ich hoffe, dass ich euren Gaumen jetzt nicht verderbe durch die überlegene Kochkunst. Oho. Entschuldigt, aber sagen wir mal so, die Menschen des Reiches sind nicht in der Lage, ein anderes Gewürz als Salz zu finden. Das stimmt. Und davon meistens sehr viel. Zu viel. Ich meine, was ist so falsch an ein kleines bisschen Liebstöckel? Oder Bohnenkraut wenigstens? Liebstöckel, ich kannte mal eine Halblingsköchin, die so hieß. Ah, haha, ja, ist eine bekannte Familie, die Liebstöckels. Wie auch immer, bis gleich. Diese Halblingsköchin sind wirklich köstlich, oder? Wer hätte gedacht, dass es uns tatsächlich auf diesem Kahn mal irgendwann so gut geht? Ich nicht. So geht es tatsächlich mit in Butter gebräsottenem Fisch und Lauchsuppe und kleinen herzhaften Brötchen mit Speckwürfeln und Zwiebelgemüse flussabwärts, bis ihr Camperbad erreicht. Wollt ihr dort wieder eine Zwischenstation machen, frisches Wasser an Bord nehmen? Es ist nicht zu empfehlen, das Wasser aus dem Reich zu trinken. Zumindest so ab einer gewissen Höhe, nicht auf jeden Fall nicht im Camperbad. Wir hatten aktuell nichts an Fracht an Bord. Wir haben in Grissenwald nichts aufgenommen, richtig? Ja. Wir sind aus Grissenwald ziemlich schnell weg. Also von daher könnten wir ein bisschen Handelsware kaufen, oder? Es sei denn, Renate hat irgendwie, während wir bei Frau Herzen zu Besuch waren, ein bisschen eingekauft. Renate hat eingekauft, aber was sie eingekauft hat, sind Seil, Flickmaterial. Genau, also Handelsware hast ja meistens du tatsächlich das Schiffsbuch, was du führst. Brauchen wir auch generell irgendwas als Vorbereitung für das, was bald ansteht? Also ich könnte tatsächlich mal schauen, ob ich wieder ein paar Pfeile aufbessere, denn ich habe tatsächlich meinen Köcher recht runtergeschossen. Das könnte vielleicht ganz praktisch sein. Ja. Ja, das sollten wir tatsächlich. Also, ich bin auf 7 Pfeile runtergeschossen von ehemals 15, glaube ich. Ein Bolzen für die schöne Armbrust. Mhm. Sowas auf jeden Fall. Und ich weiß nicht, gegen Verwundung, ich habe noch einen Heiltrank, einmal Narbensalbe von unserer Heiltrank Heilige. Wäre vielleicht. Wir haben, glaube ich, noch ein paar Kronen übrig. Oh, wir haben nicht nur ein paar Kronen übrig. Wir haben eine Goldkette, ein Armband, einen Silberring mit Krone und wir haben Silberbesteck. Wir haben ganz gut gemausert bei Herzen. Dann sollten wir vielleicht beim Pfandleiher mal vorbeigehen und das versilbern. Das wäre tatsächlich wirklich gut, ja. Ja, oder vergolden, in dem Fall. Ich schaue mal eben nach, was der ganze Spökeswert ist, den ihr bei Etelka eingesammelt habt. Ja. Das war nämlich tatsächlich gar nicht so wenig. Ah, schön. Stimmt, ihr habt das Geschirr mitgenommen. Genau, das Geschirr, Kette, ein Armband und ein Silberring mit einer Krone drauf. 24, immerhin, wir haben ganz klassisch eine Truhe geplündert. Mhm. Stimmt, das war eine Truhe. Das heißt, wer von euch geht von Bord und sucht nach einem Pfandleier? Ich würde. Ich würde auch von Bord gehen, weil ich Waffen kaufen will. Würde ich mich mit Renate zusammen um Sachen, die hier direkt am Kai erhältlich sind, vielleicht ein bisschen Handelswaren, auf jeden Fall irgendwie Schiffsausbesserungen. Ja, dann stecke ich dir ein paar Kronen zu aus der Mannschaftskasse. Da ist der nämlich auch noch ganz gut gefüllt. Gut. Der Pfandleier, den ihr am schnellsten ausmachen könnt, unter anderem, weil er eins der größten Schilder hat, ist ein Jakobus Goldpfennig.
der, als er reinkommt, aufschaut von einem Kassenbuch mit einer kleinen Zwickerbrille, die er sich auf die bemerkenswert große und leicht rot angeschwollene Nase gesetzt hat. Darunter befindet sich ein blonder Schnauzbart, der geschnitten ist wie zwei Flügelchen, die über seiner Lippe sich in die Luft erheben wollen. Das Haar ist schütter, wird aber durch eine Kappe gebändigt und er fragt dann in einem recht breiten Marienburger Dialekt: Ah, was kann man für euch tun? Nun, wir haben Dinge zu veräußern, glänzende Dinge. Vielleicht werft ihr einen Blick darauf und sagt uns, ob das hier eine neue Heimat findet und dafür ein paar Münzen zu uns wandern. Sicher. Ja, dann breite ich mal die Decke aus mit dem Besteck und schläge die Kette und so weiter hin. Keine elfische Ware. Leider nein. Ja. Die Zeiten haben uns gezwungen, unsere elfischen Gegenstände und Schmuck bereits vor Jahren abzugeben. Traurig. Ist so. Ja. Dann vielleicht zurück nach Marienburg zur Handelskompanie, hm? Tatsächlich schauen wir uns, wohin und der Reich treibt, aber nach Marienburg, mein Lieber. So sieht es aus. Hier ist auf jeden Fall eine Prägung für den Feinheitsgrad und da ist die, holt eine Lampe näher ran. Da ist auch eine Punze, die mir sagt, aus welcher Manufaktur. Also für das ganze Konglomerat gebe ich Ihnen, denke ich, so 40 Goldkronen. Dann haben Sie ein Konglomerat gekauft, werter Herr. Wir danken. Ist tatsächlich schön. Ich bin mir sicher, ich finde jemanden, dessen Tisch das Ganze schön schmecken wird. Na dann, hoffe ich. Braucht ihr denn eine Rechnung und Papiere? Nein. Alles gut. Das wird ohne gehen. Und dann könnt ihr euch gern noch, also dann lege ich noch was Kleines oben drauf, wenn wir da jetzt kein Papierkram machen müssen. Das spart mir eine Menge Zeit. Vielleicht was Hübsches für die Dame. Oh, na, findest du was Hübsches? Nein, danke. Jetzt könnt ihr doch mal was. Der nette Herr möchte dir was schenken. Guck mal, mich um. Hat der irgendwas Praktisches, was ich im Kampf benutzen kann, was ganz hübsch ist? Also er hat tatsächlich in einer Ecke einen Glaskasten voll, wo ein paar sehr hübsche Linkhanddolche ausgestellt sind, die einige von den eher föppischen feinen Herren beim Fechten benutzen. Ein davon. Ja, also das ist ein bisschen mehr als nur ein kleines Stückchen obendrein. Wie viel ein bisschen mehr? Na, er blättert kurz hin und her. Wissen Sie was? Dann gebe ich Ihnen 38 und Sie kriegen den schönen kleinen Piekser dann. Ausgezeichnet. Möchtest du den schönen kleinen Piekser haben? Ich würde einen schönen kleinen Piekser nehmen. Ja, natürlich. Dann haben wir einen Handel und wir bleiben bei 38. Und vielen Dank, das ist ein hübsches kleines Stück. Bringt die Farbe ihrer Augen schön zur Geltung. Wenn man ganz nah ran ist an dem kleinen armen Sau, die sie damit abstechen, dann kann er das wenigstens noch zu schätzen wissen. Ich wünsche dann noch einen schönen Tag. Gleichfalls. Ebenso gute Geschäfte und auf das hier. Das ist ja doch. Danke. Komm, nimm dein Deutsch. Als ihr rausgeht, kommt jemand auf euch zugelaufen, macht kurz und hält Leo dann ein kleines Briefchen hin. Es geht schon wieder etwas. Das ist nicht für mich. Ich habe was gelernt. Ist es. Bitteschön. Er trippelt auf der Stelle hin und her. Nein, ist es nicht. Ich guck mal drauf, ob es adressiert ist. Es ist mit KL nur adressiert. K.L. Und mit dem Symbol einer violetten Hand. K.L. K.L. Astor Lieberung.
Ich habe eine genaue Beschreibung bekommen. Ihr seid auf jeden Fall der Empfänger. Keine Sorge, das Porto ist schon bezahlt. Einen wunderschönen Tag wünsche ich noch. Und er versucht es dir irgendwo in die Kleidung zu schieben. Ey, gut, Kann ich ihm die Hand... Ich würde die Hand gehalten. Wollen zu den Unterarm. Das ist... Der Herr hat gesagt, es ist nicht an ihn, also ist es nicht an ihn. Ich muss es aber abgeben. Es ist doch nicht für mich. Na dann. Den Falschen. Ist es nicht... Er lässt das Briefchen fallen. Ich lasse die Hand los. Das ist ein sehr anstrengender Beruf, den der junge Mann da hat. Erstens Leute erkennen müssen hier mitten in der Stadt, die mit Glück hier sind. Hat sich nicht rumgesprochen, dass Lieberum tot ist mittlerweile? Offenbar nicht weit genug. Ich pflück das Briefchen auf. Vielleicht ist er auch nicht tot genug. Oh, sag nicht sowas. Und ich entfalte das Briefchen mal. Castor Lieberum, uns ist es zu Ohren gekommen, dass ihr versucht, Gerüchte in die Welt zu setzen von eurem Ableben. Wir verlieren die Geduld, wenn ihr nicht binnen von 3 Wochen die 20.000 Goldkronen in Mittenheim abliefert, so sind wir durchaus bereit, uns eines unnötigen Magister-Impedimente zu entledigen. Und keine Unterschrift, sondern nur wieder das Symbol einer violetten Hand. Aber... Die glauben einem Toten nicht, dass er tot ist, weil du noch herumwandelst. Da hilft selbst die Kurzhaarfrisur nicht. Ich habe einen neuen Dolch. Ich könnte dir eine schöne Narbe in die Wange machen. Oder sonst wir verunstalten doch nicht weiter unseren Freund, nur weil irgendein... Aber vielleicht hätte er dann seine Ruhe. 20.000 Goldkronen? Habe ich nicht. Wir haben jetzt 38 mehr, wenn dich das beruhigt. Ja, aber... Ja... Ich zerknitter diesen Brief. Aber wie viel haben wir denn insgesamt? Wir sind jetzt bei... 20.000. 102 in der Kasse, sag ich ein bisschen leiser, ein paar Schilling. Davon kriegt aber jetzt erstmal Schauermann wieder ein paar, um aufzustocken. Und ich brauche Munition. Das ist jetzt völlig egal. Warum rechnen wir überhaupt? Weil ich damit deutlich machen wollte, das ist eine völlig absurde Forderung. Natürlich ist das absurd. Das alles ist absurd. Das hier ist absurd. Und dieser... auch. Aber du wirst keine Ruhe haben. Die finden dich, obwohl du gar nicht hier sein solltest, durch Boten, die wahrscheinlich durch das ganze Imperium geschickt werden, nur um diesen Steuereintreiber herumzuschicken. Wo ist denn dieser Junge, der mir das gegeben hat? Der ist wieder die Straße runtergelaufen. Den fragen wir jetzt mal, wo er den Brief hat. Ich gehe mal zügigen Schrittes in diese Richtung. Ich ignoriere die Tatsache, ob irgendwer mitkommt. Ruh, passt du bitte auf ihn auf. Ich würde gern Zuschauermann zurück, um das wenigstens zu beenden, dass wir hier wieder weg können, wenn er hier schon wieder entkannt ist. Ich gehe Leo hinterher. Danke. Ich gehe zu Karl. Dann halte ich mal die Augen offen, ob ich diesen Jungen irgendwo sehe. Ja, du siehst ihn unter einem Schild mit Fähnchen, wo eben angepriesen wird, dass da von einer vertrauenswürdigen Agentur Boten anheuerbar sind. Da steht er mit mehreren anderen jungen Burschen und Mädels, die alle die gleichen Kappen und das gleiche Wimpelchen am Gürtel tragen. Und ein paar hocken da, spielen Würfel. Er unterhält sich mit jemandem und deutet auf die bisschen blutunterlaufenden Fingerabdrücke an seinem Arm und scheint sich darüber aufzuregen, wie er behandelt wurde. Du. Ah! Er schaut sich um, ob Ruanne dabei ist. Ich bin im Hintergrund, ganz langsam komme ich in die Richtung. Die Gilde mag das nicht, wenn man uns bedroht. Am besten beantwortest du meine Fragen, bevor sie hier eintrifft. Die Gilde mag es wirklich nicht, wenn man uns bedroht. Aber ja. Was für Fragen? Von wem kommt der Brief? Der ist nicht für mich und ich würde gerne dem Absender sagen, dass irgendwie da eine Verwechslung vorliegt. Ich weiß den Namen nicht. Wer weiß denn den Namen? Man kann bei uns so etwas anonym in Auftrag geben. Und wie sah die Person aus? Recht hochgewachsen, schwarzes Wams, feine Reisekleidung. Mensch. Ein Mann. Ein weißer menschlicher Mann. Ja. Mit Reikländer, würde ich sagen, am ehesten. Wann war das? Vor ein paar Minuten. Er hat gesagt, wenn da dieser eine mit der Laute und den kurzen Haaren und dem missmutigen Gesichtsausdruck mit 2 Elfen im Schlepptau aus dem Pfandleier kommt, dann soll ich ihm den Brief geben.
Wo ist denn der danach hingegangen? Straße runter, nach Norden. Welche Straße? Diese Straße. Danke. Er späht immer noch besorgt in Richtung Warner. Ich setze mich Richtung Norden in Bewegung. Und ignoriere den Boten. Ja, er weicht zurück und versucht immer möglichst viele von den anderen Booten zwischen sich und dir zu haben. Die Wahrscheinlichkeit, ihn zu finden, ist zwar sehr klein, aber mich möchte ich nicht unversucht lassen. Ist es eine Geschäftsstraße, eine Wohnstraße? Was ist es? Es ist eine Geschäftsstraße. Es sind also beides in dem Sinne, als dass in den Untergeschossen sind Läden, die verschiedenste Sachen anbieten. Hier scheint vor allen Dingen in dieser Straße günstige Accessoires zu geben. Hier gibt es Hüte und Hutbänder und Federn und Knöpfe und Litzen und anderen Krimskrams, mit dem man seine Kleidung aufhübschen kann, aber alles mit maximal mittlerer Qualität und recht günstig. Das heißt aber, stehen Leute dicht an dicht und vergleichen Spitze miteinander oder schauen, ob Knöpfe zu den Stoffproben passen, die man dabei hat. Mhm. Probieren Hüte auf, halten Handschuhe hoch, rufen über die Straße hin und her. Nun ist die Beschreibung, die wir bekommen haben, ja auch eher vage. Aber ich versuche trotzdem mal, die Augen offen zu halten, links und rechts durch die Fenster in die Läden auch zu schauen, sofern das nicht so Außenstände sind, die so wie Marktstände vor den eigentlichen Häusern stehen. Nee, es sind lauter kleine Läden im Erdgeschoss, also wirklich winzig. Und dann Wohnungen oben drüber, mehrere Stockwerke. Ja gut, er hatte einen Rheinländer Akzent, das heißt, der kommt nicht von hier. Tatsächlich, ja. Ihr seid noch nicht wieder im Rheinland. Ja. Glaub ich. Und mal gucken, wie viele große Männer, ob ich irgendwo einen großen Mann in schwarzen Bams mit schwarzem Vollmar sehe. Kannst du einen Wurf auf Wahrnehmung ablegen, auf Perception? Ja. Für alle, die das erste Mal zuschauen und verwirrt sind, bei der Handlung kann ich euch gerade nicht helfen, ohne sie zu bremsen, aber das Würfelsystem funktioniert folgendermaßen, dass es Prozentwerte gibt und man würfelt drunter, aber es gibt Erleichterungen und Erschwernisse. Das hier ist ein Wurf, der tatsächlich sogar noch erschwert ist. Das heißt, du ziehst von deinem Wert noch einmal 20 ab. Okay, also ich habe Perception 41, minus 20 sind 21, dann bin ich 5 drüber leider. Du schaust dich um und du entdeckst tatsächlich eine hochgewachsene Gestalt, auch mit einem hohen schwarzen Hut und Reisekleidung angetan, die sich gerade mit jemandem unterhält und dabei gestikuliert. Mhm. Ich schiebe mich mal vorsichtig näher. Trägt einen Bandolier schräg über den Mantel, den langen schwarzen, mit einem Säbel an der Seite. Mhm. Und redet gerade mit einer Verkäuferin, die etwas eingeschüchtert wird. Ich versuche mal, das Ohr in die Richtung zu halten, sozusagen, und zu gucken, ob der mit Rheinländer Akzent spricht. Tut er tatsächlich. Also er poppt seine P's und seine R's rauchen richtig schön. Edler Herr. Dreht sich um und zieht eine Augenbraue hoch und du siehst die zahlreichen Reinheitssiegel, Glücksbringerchen und anderen Abzeichen, die einen Hexenjäger kennzeichnen. Was gibt es, Bürger? Habt ihr mir einen Brief geschickt? Sollte ich? Der Bote sagt, gab mir als Absender die Beschreibung eines Mannes, die auf euer Äußeres zutreffen könnte. Es ist also sozusagen die Naht im Heuhaufen, aber... Gibt es denn einen Grund, warum ihr die Aufmerksamkeit eines Hexenjägers auf euch ziehen würdet? Es gibt ein paar interessante Berichte aus der letzten Zeit über Vorkommnisse hier in Camperbad. Leute, die fliegend aus Zimmern fliehen. Im Zusammenhang davon wurde mir auch eine ungewöhnliche Gruppe beschrieben, unter anderem mit jemandem, der eine Laute bei sich hat. Und der ein Bade gehört, sage ich, und tastet so nach hinten, wo der Hals meiner Laute über meinen Rücken aufragt, da wo bei Bogenschützen der Bogen hängt. Habt ihr denn etwas zu berichten, unbedingt, was mir bei meiner Arbeit hilfreich sein könnte? Unbedingt, das ist aber doch nichts, was man auf einem Markt bespricht, oder? Wo würdet ihr das denn besprechen? Und er streift den Mantel auch ein bisschen zurück, sodass du siehst, dass er auch eine Pistole am Gürtel hängen hat. Und eine ganze Reihe von den Anhängern an seinem Bandolier vorne sind fertig gepackte kleine Tütchen mit Pulver und Kugeln, die man also schnell
laden, was in dem Fall heißt, man reißt das Tütchen auf, kann direkt das Pulver und die Kugel hineinstopfen und muss nicht alles extra nochmal abmessen. Ihr könnt euch sicher sein, dass ich in keiner Weise irgendetwas tun werde, was den Einsatz eurer Waffen erfordern wird, weil wir stehen in dieser Sache auf derselben Seite. Ich will nur nicht... Ich spreche einfach lieber bei einem Glas Bier als an der trockenen Luft. Ich würde euch auch einladen. Ich trinke nicht. Mhm. Mehrere. Wasser? Sicher. Gut. Urana, möchtest du ein Bier? Unbedingt. Dann gucke ich mal, ob irgendwo ein Gasthaus in der Nähe ist. Es gibt eine ganze Reihe von kleinen Bier- und Weinstuben auch in der Straße zwischendurch. Weinstube hört sich auch gut an. Ich deute mal auf die beliebige nächstgelegene Weinstube und sage, da vielleicht? Bitte, ich kenne mich nicht aus. Ich auch nicht. Hast du ihr Bier versprochen? Die Weinstube. Dann steuern wir die Weinstube an. Ja. Er bleibt stehen und lehnt sich nur an die Theke, während er mit schwarz behandschuhter Hand euch einlädt, sich zu setzen. Da setze ich mich in den Tisch, der am nächsten an ihm steht. Bestelle ein Wein, ein Glas Wasser, ein Kelch Wasser und ein Kelch Bier für Runa. Also. Ihr habt die Ehre, mit dem Hexenjäger Heinrich Bodelstein Krostlitz zu sprechen. Und ich rede mit wem? Mein Name ist Leo Wagner, aber man kennt mich unter dem Namen Leo Lesterlaute. Ich bin Bade. Ja, wart ihr das nicht mit dem Lied über den Herzog und seine Pobacken? Es stammt nicht aus meiner Feder, aber ich trage es gerne und zu begeistertem Applaus vor. Ihr mögt das Lied ist nicht. Aber nicht die Information, die ihr mir zukommen lassen wolltet. Ganz sicher nicht, nein. Geschmacklosigkeit fällt nicht in meinen Arbeitsauftrag. Ja, das dachte ich mir. Aber tatsächlich haben wir ein Problem mit jemandem, der ganz augenscheinlich die magischen Künste beherrscht. Ist das so? Oh. Um wen handelt es sich? Wo habt ihr diese Person beobachtet? Welche Art von Magie hat sie gewirkt? Das war die Person, die aus dem Fenster geflogen ist. Ihr wart also tatsächlich daran beteiligt? Ja. Nein, ich war nicht daran beteiligt, dass sie geflogen ist, aber ich war zugegen, als sie geflogen ist. Mhm. Diese Leute rücken uns auf den Pelz, weil sie mich verwechseln. Es gibt wohl einen verstorbenen Mann, der eine große Ähnlichkeit optisch mit mir hat und der in sehr, sehr, sehr zwielichtige Angelegenheiten verwickelt war. Nennt Namen, mein Lieber. Der Tote heißt Castor Liberum. Mhm. Und an den war auch dieses Briefchen eben gerichtet, das man mir zugestellt hat. Ich zeige ihm den Brief. Der und ihr zwar seid ziemlich nicht zerknüllt. Dieser Castor Liberum. Nein, ich bin Leo Wagner. Ich weiß nicht mal, was ein Magister Impotente oder wie das heißt ist. Magister Impedimente. Meister der Ausrüstung, könnte man sagen. Ein Quartiermeister. Ein Zeugmeister. Nur ein wenig Nubel ausgedrückt. Korrekt, ja. Ich spreche diese alten Sprachen nicht. Braucht man als Sänger nicht. Ja, und also der fliegende Mann, war das der echte Castor Liberum? Nein, der fliegende Mann ist ein Mann namens... Ich bin sicher, Leo, wüsste den Namen. Mir fällt er gerade nicht ein. Ernst Heidelmann. Genau, Heidelmann. Ein, ein junger, er gibt sich als Scholar aus, ist aber offensichtlich der magischen Künste fähig. Denn als wir ihn zur Rede stellen wollten und versucht wollten, ihm deutlich zu machen, dass ich eben nicht diese Lieberung bin, hat er sich der Konfrontation mit uns durch einen Sprung, respektive Flug, aus dem Fenster entzogen. Ich verstehe. Vielen Dank für eure Informationen. Ernst heißt er mit Vornamen. Ernst Heidelmann. Habt ihr beobachtet irgendwelche Zeichen, die diese Leute untereinander gemacht haben? Irgendwelche Erkennungsmerkmale, Sprüche, die sie miteinander austauschen? Erkennungsmerkmal ist dieses
das da. Ich deute auf den Brief, der ja mit der Hand signiert ist. Und sie tragen violette, purpurne, Accessoires an ihren Gewändern. Halstücher, Einstecktücher, Umhänge, Kopftücher. Und sie machen so komische Handzeichen. Aber ich habe versucht, natürlich irgendwie das nachzuahmen, weil ich dachte, die wollen irgendwie was von mir und wollen sich einen Scherz mit mir machen. Aber ich habe es offenbar nicht richtig hingekriegt. Gut, ich habe zwei Empfehlungen für euch, guter Mann. Erstens, betet. Tue ich jeden Abend. Zweitens, wenn ich euch empfehlen darf, Middenheim aufzusuchen, erwähnt meinen Namen gegenüber dem dortigen Oberst der Wache. Der dürfte an eurer Geschichte auch höchst interessiert sein. Ich will euren Namen nochmal sagen. Heinrich? Heinrich Bodelstein-Krostlitz. Litz. Gehabt euch wohl. Geht im Vertrauen, dass ihr möglicherweise zur Lösung eines Falles beigetragen habt. Man wird euch im Auge behalten. Das wäre schön. Er nickt, setzt seinen hohen, mit einer silbernen Schnalle und vielen Totenköpfen verzierten schwarzen Hut wieder auf und marschiert die Straße herunter mit dem Klack-Tingeling, Klack-Tingeling von seinen sporenbesetzten Stiefeln. Während Karl Schauermann darüber verhandelt, was an Bord zu nehmen. Was wird dann im Stirland so abgenommen und was können wir uns leisten? Was dir Renata empfiehlt, ist, aus der Stadt idealerweise irgendwie einen feinen Schnaps oder sowas mitzunehmen und das dann abzusetzen ins Stirland. Den können wir, falls wir ihn nicht abgesetzt bekommen, sicherlich auch anderweitig verwenden? Ja. Um Wunden zu reinigen. Und Mägen von innen. Mägen von innen, ja. Und ich meine, also ich glaube nicht, dass wir Magenprobleme haben werden, weil wir aktuell ja eine großartige Köchin an Bord haben. Oh, aber also zwei kleine Fässchen oder drei, was wir uns leisten können. Wie weit ist es bis zu diesen kahlen Hügeln? Also wo können wir da als nächstes anlegen? Da bei den kahlen Hügeln, wir fahren von hier jetzt den Stirr aufwärts und wir sollten dann in einen, es ist eine schwierige Passage, tatsächlich für einen guten Teil, mit ein bisschen Glück sind wir so in 4 Tagen dann in Unterbaum. Von dort aus können wir nicht mit der Barke weiterfahren, weil der Nurn, den wir dann hochfahren müssen in die kahlen Hügel, der ist nicht mehr schiffbar mit unserem Tiefgang. Aber einen Tage bis Unterbaum, die einfache Leute, Ackerbau und Jagd, hängen viele dem alten Glauben an, viele Ria-gläubige Druiden ziehen da durch die Gegend. Das ist ein bisschen ein feinerer Tropfen als das, was man da irgendwie aus halb vergorener Gerste rauspresst, ist denen sicherlich recht. Nehmen wir das. Gut. Und beim Einkaufen auch dann hier auf den Docks natürlich die Kollegen fragen, ob irgendwas Besonderes, hier Auffälliges in letzter Zeit war. Irgendwelche Mutanten, die im Fluss rumtreiben. Ja, wir wissen, dass es keine Mutanten gibt, aber also ein paar von den Schiffen, die letzten Tage kamen, haben Leichen gefunden, die Saugnäpfe hatten. An Körperteilen. An allen Körperteilen, Mann. An allen. Ja. Und sie hatten auch ein paar, die man nicht haben sollte. Körperteile oder so? Körperteile. Ja, Körperteile. Man sollte überhaupt keine Saugnäpfe haben. True. Also true that. Es sei denn, man ist von Haus aus ein Oktopus, aber die gibt es ja in den Flüssen auch sehr wenig. Was ist ein Oktopus? Ein Viech, was bloß aus Kopf und Tentakeln besteht und durchaus
richtig zubereitet in der Knoblauchsoße recht gut schmeckt. Ein Krake, meint jemand von hinten. Ach, ein Krake, sag das doch gleich. Das soll ein Oktopus sein. Tintenfisch. So, jetzt haben wir es. Tintenfisch. Krake ist viel größer. Ich will ja keinen Kraken auf Plus sehen. Ja, also die Saugnäpfe, die die Leichen teilweise hatten, die waren schon eher so krakengroß. Ne? Ja. Hey. Also einer hat gesagt, so groß wie ein Kuchenteller. Und auch mehr Augen, als man haben sollte. Auf dem Reik, jetzt nicht irgendwie ins Tier hoch. Nee, ich habe den Reik runtergetrieben. Hm. Aber mausetot. Mausetot. Haben wir Steine dran gebunden. Und Ja, der Reik, Vater Reik sorgt da schon dafür, dass das irgendwie unten bleibt oder wegkommen wird. Mhm. Naja, das nächste Mal, wenn sie auftauchen, dann sollten möglichst alle Sachen, sag ich mal, ihre Form so weit verloren haben, dass man nicht mehr sieht, was mit ihnen ist. Also, passt auf euch auf, ja? Ja, nehmt danke. Glücksbringer mit. Und möge Ranald euch hold sein. Danke euch ebenfalls. Also, für so 9 Goldkronen kannst du 3 Ladeeinheiten richtig guten Brandwein auf die flinke Finger holen. Nehmen wir doch, oder? Ja. Dann ziehe ich das ab und mit der Bitte Peile und Bolzen vielleicht so, weiß nicht, wie viel brauchst du? Also ich bräuchte 3 Bolzen. 3 Bolzen, ich hätte jetzt 5 Pfeile aufgestockt. Und ja, vor allen Dingen schauen, ob wir hier irgendeinen Apothekarius, Apothekaria finden, die uns Heiltrank verkaufen kann. Mhm. Ja. Gut. Sollen es denn Elfenpfeile sein oder normal? Nein, ich schieße die ganze Zeit mit normalen. Ich weiß gar nicht mehr, wie Elfenpfeile gehen. Normale funktionieren. Vielleicht einen Elfenpfeil. Einen Elfenpfeil. Der eine Elfenpfeil, der kostet dich 6 Schilling und 12 normale Pfeile kosten dich 5 Schilling. Super, dann machen wir das doch. Dann habe ich 11 insgesamt. Ja, der Elfenpfeil macht einen Schaden mehr, erhöht die Reichweite um 50, ist akkurat, durchbohrend und aufspießend. Wir merken uns, dass der besondere Dinge kann. Dann können wir das im Notfall nachschauen, wenn du den verwendest. Mhm. Und Bolzen für die Armbrust kosten 5 Schilling für 12 Stück. 5 Schilling plus 5 sind es, das heißt 16 Schilling habe ich ausgegeben. Alles klar, dann mache ich das gerade hier oben weg. Gut. Dann haben wir unsere kleine Wirtschaftssimulation nämlich auch jetzt. Das ist aber traditionell. Ich finde das super. Es ist traditionell in diesem Teil des Abenteuers so sehr, dass es ganz viele Tipps gibt am Ende von Death on the Reich, wie man die Leute davon abhält, den Rest ihres Lebens nur noch Wirtschaftssimulation zu spielen und mit dem Abenteuer weiterzumachen. Das war sogar in der ersten Auflage schon, da war wirklich ein großes Kapitel River Life on the Reich. Ja. Und das hat mich dazu gebracht, mich wirklich für Flussschifffahrt zu interessieren und für Myranor den Orismani durchzudrücken, weil ich eigentlich gehofft hatte, da sowas auch unterbringen zu können. Ja. Also das ist schon damals richtig gut ausgearbeitet gewesen. Ja, ich find es bemerkenswert, wenn man sich die alten Versionen von dieser Kampagne anschaut. Also zumindest die ersten beiden Bände sind auch aus moderner Sicht sind das immer noch gute Bände. Also, ich meine, es ist natürlich noch weiter modernisiert worden, aber den ersten zumindest habe ich sehr für die Rezension also ganz klar parallel gelesen und verglichen mit dem alten Material, weil man dafür PDFs bekommen kann tatsächlich, und reingeschaut. Und da ist halt wirklich, teilweise sind sogar die Skizzen und die Bodenpläne sind identisch, nur halt schöner, eine höhere Auflösung neu gemacht. Also ja. Es ist nicht so, als hätte man nicht in den 80er Jahren auch schon gutes Rollenspieldesign gekommen. Die Kampagne wird auch seit den 80ern schon gelobt. Durchaus zu Recht, aber sie hat auch ihre Schwachstellen. Gut, machen wir weiter. Ja. Ja, Ruana muss noch hier aufbauen. Hochgelobten Kampagne. Ja. Was musst du machen? Was braucht Ruana? Also Ruana hätte gerne einen Zweihänder.
weil sie mittlerweile mit zweihändigen Waffen kämpfen kann. Ist doch gerade ein Parierdolch. Dann möchte sie auch eine Peitsche, weil sie auch mit Peitschen mittlerweile kämpfen kann. Peitsche? Ja. Oh, Indiana Jones. Hm. Ja. Falls mir irgendjemand davonlaufen möchte. Warte mal ab, dass sie den zweihändigen Peitsche. Schilling für die Peitsche. Ja, habe ich. Easy. Habe ich auch. Die so, macht Schadensbonus plus 2 Schaden und hat die Eigenschaft verstricken. Mhm. Cool. Und bezahlst du das, Schwester? Ja, ich bin ja aktuell eh nicht bei dir. Alles klar. Ich würde wahrscheinlich richtig schlecht gelaunt in irgendeinem nächsten Waffenschmied kommen und versuchen, so viel zu kaufen, wie ich nur kann mit meinem Geld. Und unter den zweihändigen Waffen haben wir hier im englischen Regelwerk Bastard Sword, Great Axe, Pick, Warhammer, Zweihänder. Ich nehme das Bastard Sword, weil es den schönsten Namen hat. Das Bastard Sword. Mhm. Der Unterschied zum Zweihänder ist, dass das Bastard Sword defensiv noch als Fähigkeit hat, während der Zweihänder Hack, also damit kannst du. Das Bastard Schwert ist etwas passiver, etwas mehr. Etwas weniger, ich springe mit dem nackten Arsch und der Klinge den Leuten ins Gesicht. Ja. Macht Schadensbonus plus 5 Schaden. Mhm. Hat lange Reichweite und kostet dich 8 Goldkronen. Mhm. Und man sieht es richtig vor sich, wie Ruwanda in den Waffenschmiedeladen kommt, ihr Geld auf den Tisch kippt und sagt, dafür will ich Waffen. Ja, ganz genau so passiert das. Ich will auch gerne eine Breastplate haben. Ja, der erstmal etwas mürrische Schmied mit zahlreichen Brandwunden wird immer weniger mürrisch, je länger du dich mit ihm unterhältst und ihr feststellt, dass du Ahnung hast von dem, was du willst. Offensichtlich schien dir das bei einer Elfin erst nicht zu erwarten und dann anfängt mit dir darüber zu reden, auf welche Art und Weise er den Stahl für das Bastardschwert gehärtet hat und dass die Seele des Schwertes aus einem anderen Stahl ist als die Klingen. Weicher Stahl im Herzen, harter Stahl an den Klingen, muss man nicht so oft schärfen, aber bricht auch nicht so leicht. Gut. Natürlich. Ja. Ein bisschen fachsimpeln später. Kannst du auch eine Brustplatte haben? Die kostet dich 18 Schilling. Mhm. Wie sind Schilling in Gold Ich glaube, 20 Schilling sind ein Gold. Ich schau nochmal. Okay. Ja, ist immer die Frage, wo ist die 20, wo ist die 12? Ja, ich glaube, es sind 20 Schilling, ein Gold, hast du recht, ja. Ha! 12 Pennies, Silber, ein Schilling. Genau, sind ein Schilling, genau. Ja. Marie hat das komplett unkomplizierte System voll im Griff. Und ich meine, es ist ja noch deutlich einfacher als das echte britische System, bevor sie es bereinigt haben. Und ich würde auch einen Bogen mitnehmen, einfach damit ich für den Fall der Fälle, wenn wir auf dem Schiff sind, eine Fernwaffe brauche. Okay, deine Brustplatte bringt dir 2 Rüstungspunkte. Mhm. Aber nur für Body, ne? Aber nur für Body, genau. Ja, das ist das Wichtigste. Und ein Bogen. Langbogen, Bogen, Kurzbogen. Ich nehme den Langbogen, wenn schon richtig. 5 Goldkronen, Schadensbonus plus 4. Perfekt. Da Stärkebonus, SB ist Stärkebonus. Entschuldigung. Achso, und natürlich Pfeile dann. Eine gute Handvoll. 12 Stück kosten 5 Schilling. Mhm. Das heißt, ihr kehrt zurück nach einem Gespräch mit einem Hexenjäger. Mit neuen Pfeilen. Galathaniel hat unter anderem einen sehr hübschen Pfeil mit einer ganz fein geschmiedeten, silberglänzenden Spitze und gestreiften gold- und cremefarbenen Federung. Vermisst man schon ein bisschen. Was ist denn das? Was hast du denn da gekauft? Pfeil. Wenn man 5 Minuten nicht hinschaut. Ja, ich sehe, dass das ein Pfeil ist. Ich habe gesagt, wir holen Munition. Ich habe auch Bolzen für Schauermann. Das Einzige, was wir noch nicht haben, einen Apothekarius haben wir noch nicht aufgesucht. Das ist noch notwendig. Ich habe also... Was hast du denn gekauft, Juana? Wie siehst du denn? Was ist das alles? Komplett vollgepackt. Ja, schon. Im Hintergrund werden gerade Fässer an Bord geladen. Kleine Fässchen mit Brandzeichen auf der Seite. Und Siegeln aus Wachs. Und dein Waffenschmied fährt in Urlaub, oder? Ja, wahrscheinlich. Wie ist das mit Encumbrance? Ich hätte das irgendwann ausgerechnet, wie viel ich tragen kann. Warte. Deine Brustplatte gibt dir Encumbrance 2. Ja. Das
Bastardschwert 3. Der Langbogen auch 3. Die Peitsche 0. Du solltest da halt einen Schwellenwert haben, wenn du den überschreitest, gibt's Mali. Wenn ich mich richtig erinnere. Und es wird noch ein Apothekarius gesucht. Ihr findet tatsächlich relativ schnell einen kleinen Stand, der euch sehr vertraut vorkommt. Elvira Kleinestun. Ah, ja, Elvira! Ihr hört ihre helle Stimme. Elvira Kleinestun, große Wirkung! Ja, das Loben war schon beim letzten Mal nicht besonders aufregend, aber gut. Elvira! Ah, wunderbar! Schön, euch wiederzusehen. Haben denn die Tränke, die ich euch verkauft habe, die versprochene Wirkung gezeitigt? Euer nettes Sprüchlein verwirkte vollkommen der Wahrheit. Ihr tut Großes und auch noch große Wirkung. Ihr sollt euren Nachnamen ändern. Es war unglaublich hilfreich. Das wird aber meine Mutter nicht sehr glücklich machen, wenn ich meinen Namen ändere. Bleibt dabei. Zu sein, wir sehen uns deswegen wieder, weil wir eure Tränke hatten. Ah. Das kann man, glaube ich, so zusammenfassen. Ja. Dann freut es mich doch, dass ich den kleinen Unterschied machen konnte zwischen Leichen im Reich und freundlichen Kunden, die mir weiterhin hold sind. Und das wollen wir auch weiterhin sein, denn tatsächlich ist die Welt nicht weniger grimm uns gegenüber. Aus diesem Grunde habt ihr aufgefüllt. Ja, ich habe einiges verkaufen können, wofür ich mir hervorragenderweise neue Zutaten leisten konnte. Diese seltsame Lungenmedizin, die ihr bei mir gelassen habt, ist gänzlich wieder aufgekauft worden. Ja. Wir könnten uns fast vorstellen von wem. Das freut uns. Wir wollen den Kreislauf weiterhin antreiben. Dementsprechend sind wir hier, um euch wieder mit Gold zu versorgen, auf das ihr uns mit hilfreichen Medikamenten versorgt. Genau. Also, ich habe 4 heilsame Auszüge, die ich in alkoholischer Lösung, die ich euch verkaufen könnte. Ausgezeichnet. Aber auch Umschläge, wonach verlangt es euch? Also die stimmt was nicht mit der Verdauung? Irgendetwas anderes, was ich für euch tun kann? Das müsst ihr jetzt unseren Freund fragen. Wir haben eine neue Köchin. Ich glaube, die Verdauung ist A1A momentan. Aber genau, eure Tränke waren auf jeden Fall sehr, sehr, sehr willkommen. Und diese Salbe gegen Vernarbung war auch nicht, der Wirkung war auch nicht abzusprechen. Ich weiß nicht, ob wir gegen Krankheiten etwas brauchen. Wir haben nicht vor, uns irgendwo an unreinem Zeugs zu reiben oder in solchen Viertel zu gehen. Aber ich fürchte, wir werden vielleicht dem einen oder anderen ekligen Grüngetier über den Weg laufen. Grüngetier. Die meint damit wahrscheinlich nicht frisch. Wir hatten letztens eine Begegnung mit Goblins. Ja. Was? Goblins? So nah am Reich? Ein Stück den Reich hoch, aber nicht sehr weniger eklig. Bei Grissenwald. Die haben Höfe geplündert. Ja, da hört man ja einiges. Aggressive Zwerge und sonst alles Mögliche. Die Zwerge sind bestens. Also, die 4 Heiltränke wollt ihr haben? Ja, die 4 Flasken nehmen wir auf jeden Fall direkt mit. Und vielleicht, also ich habe noch ein Tiegelnarbensalbe. Wollt ihr auch noch? Ich müsste auch noch einen haben, aber da sollten wir mindestens das 2 weitere noch mal. Ja, denke ich auch. Dann nehmen wir 2 Tiegelchen noch mit. Und vielleicht etwas gegen Ausschlag oder so etwas. Etwas auf die Haut aufzutragen, falls man dann tatsächlich sich doch an unreinen Dingen gerieben hat. Ja, aber überhaupt kein Problem. Sie stellt euch das zusammen, die 4 Fläschchen, die jeweils in einem kleinen Lederbeutel geschützt sind, davor zu zerbrechen. 2 hölzerne Tiegelchen mit Salbe und dann noch ein drittes dazu mit einem blauen Band drumherum zum Unterscheiden, das gegen Ausschlag und Hautentzündungen, Pilzbefall und andere Dinge helfen soll. Und nimmt euch dafür insgesamt 43 Schilling ab. Wunderbar, das sind 20, das heißt die 8. Okay, verrechne ich aus der Mannschaftskasse jeden einen Heiltrank. Wie gesagt, Narbensalbe habe ich noch, nehmt euch, was ihr braucht. Und ich nehme die Hautcreme. Mein Heiltrank. Es ist mir immer wieder eine Freude, mit euch Geschäfte zu machen. Ich hoffe, man sieht sich wieder. Es geht immer nur aufwärts in der Welt für Elvira. Kleines Tun und ihre große Wirkung. Dafür
bieten wir. Alles Gute. Ich, Elvira, wie wäre es denn mit deinem neuen Slogan? Ja? Elvira Kleines tun, der kleine Unterschied. Hm. Wisst ihr, ich verkaufe auch sehr viele Mittelchen, um die Leistungsfähigkeit der Herren im Bett zu vergrößern und die wollen nicht so einen kleinen Unterschied hören. Ah. Deswegen genau. Große Wirkung, ja. Ihr meint, da darf man die Realität auch mal außen vor lassen. Und dieses spezielle kostet wie viel? Ah, 5 Schilling. Aus der eigenen Kasse. Die habe ich noch über. Wunderbar. Hm. Und sie schiebt etwas rüber, was in ein Wachstuch eingeschlagen auch eine so große wachsüberzogene Masse ist. Mhm. Bitteschön. Ihr wisst, wie man es benutzt? Nein. Rektal einführen. Die Wirkung tritt schnell ein. Ausgezeichnet. Dank. Dann, Sollte danach die Härte nicht innerhalb von 3 Stunden nachlassen, kommt wieder vorbei. 3 Stunden. Danke. Dann, schreibe ich mir mal Rektal Viagra auf und warum machen wir das? Ja. Warum stehe ich als Schwester daneben? Das ist halt so. Du kannst dir denken, nach dem ersten, was macht ihr da, dass er sich das nicht für sich gekauft hat. Über einen sehr seltsamen, zu viel Informationen Moment, aber ich werde alle 8 Kommentare zum Thema, die mir für unseren 11 Prinzen einfallen würden, einfach unterdrücken. Der Chat hat da auch einiges zuzusagen. Aber vielleicht hast du unter dem Schlagwort Zäpfchen jetzt eine neue Idee für ein Lied, was sich sicherlich in zweifelhaften Tavernen gut machen wird. Und Werbung für Elvira ist. Ich muss noch dieses Lied von dir hören, von dem der Hexenjäger erzählt hat. Stimmt, du könntest natürlich eine Vorbacken des Herzogs. Ja, das würde ich gerne hören, das klingt ganz interessant. Passend zu unserem Einkauf von meinem kleinen Bruder hier gerade. Ja, vielleicht könnte ich das Doppelpop vortragen. Vielleicht, ja. Herzog Anal und der Elf und das Zäpfchen. 2 Balladen Titel? Von Leo Lestlaute. Das elfische Zäpfchen. Gut, ich denke, wir sind soweit ausgestattet. Ja? Alle? Ja. Ihr seht, ihr seht auch Maultäschle Heufuß. Genau, können Sie ja fragen, brauchst du noch was irgendwie? Ja. Beziehungsweise willst du überhaupt mit uns den Stirr weiter hochfahren? Das ist jetzt tatsächlich eine gute Frage. Also sie steht mit ihren gepackten Sachen da. Wir haben ja gesagt, dass sie mich bis Camperbad auf jeden Fall mitnehmen. Jetzt fahrt ihr aber den Stirr rauf. Eigentlich wollte ich ja nach Altdorf. Aber eigentlich wollten wir ungern auf deine gute Küche verzichten. Was? Mit welchem monetären Gegenwert könnten wir dich denn überzeugen, bei uns zu bleiben? Also, normalerweise es ist ja schon sehr beschränkt, was ich überhaupt machen kann mit dieser Küche hier. Die macht ein bisschen so mit ihrer Unterlippe, während sie nachdenkt. Du kannst allerdings sehr viel an uns experimentieren. Unsere Mägen vertragen einiges. Und ich glaube kaum, dass du irgendetwas wirklich Schlechtes produzieren kannst. Also außer vielleicht mit wirklicher Absicht. Also, da wollen wir dir aber keinen Grund dafür geben. Normalerweise, wenn ich mich für... Also ich bin schon mal für Flussfahrten angeheuert worden, allerdings auf deutlich größeren Schiffen. Und dann habe ich eine Goldkrone und 4 Schilling die Woche bekommen. Ich schau mal so in die Runde. Wie sieht's denn aus? Also so wie es aussieht, fahren wir nach Unterbaum. 3 bis 4 Tage, hat Renate gesagt. Ja. Hängt davon ab, wie der Wind steht. Das heißt... Ja, bitte nach dir, Karl. 10 Goldkronen zuerst. Ich hätte jetzt gesagt, für 2 Wochen... weil dann wir werden sicherlich von Unterbaum aus...
Das Einzige, wo wir hinfahren können, ist vermutlich nach Camperbad hier zurück. Ja. Ich sag mal so, wenn du Glück hast, kriegst du jetzt 10 Gold und dann sind wir eh tot. Und dann kannst du abhauen. Das klingt nach einer hervorragenden Abmachung. Außerdem ist hier die Rechnung darüber, was ich eingekauft habe für die nächsten Tage. Das sind 8 Schilling. Bitteschön. Und sie trägt ihr ganzes Hab und Gut inklusive des Einkaufs, aus dem es wunderbar nach Knoblauch, frischen Kräutern und frisch gemahlenen gerösteten Bohnen oder so etwas riecht, wieder an Bord. So, 8 Schilling. Das ist heute ein Matheabend. So, gut, die sind auch abgezogen. Die 10 Gold kriegt. Also, was habt ihr gerade ausgemacht? Bekommt 10 Gold und wenn sie Glück hat, muss sie nicht so lange bleiben. Nee. 10 Gold? Wenn wir Pech haben. Also für 10 Gold kriegen wir sie wirklich länger als 2 Wochen. Ja. Wenn sie Glück hat und wir Pech, muss sie nicht länger als 2 Wochen hier bleiben. Gut, sie bekommt den Sold für die erste Woche. Wenn ihr demnächst so geplant habt, okay. Ich zahle ihr stehen die Chancen für sie, glaube ich, relativ gut. Also momentan sieht es ja eher so aus, als hättest du eine massive, gewalttätige Auseinandersetzung geplant. Ich bin vorbereitet. Und zwar gut, das sieht fantastisch aus. Du siehst für fantastisch etwas, aus. Was ihr vorhabt, damit ich euch im Zweifel den Arsch retten kann. Guter Vorsatz. Da stelle ich mich nicht dazwischen. Ja. Großartig, Schwesterchen. Vorbereitung ist alles. Gut, dann wieder an Bord. Ich zahle tatsächlich unsere Halblinge dann. Was haben wir gesagt? 1 Gold, 4 Schilling bekommt sie pro Woche? Oder was war das? Mhm. Ja, gut. Kriegt sie direkt für die erste Woche. Das freut uns. Und die 8 Schilling für die Einkäufe. Das habe ich schon abgesucht. Ja, kriegt sie auch. Dankeschön. Willkommen weiterhin an Bord. Ja, wunderbar. Ich setze dann direkt mal den Brotteig an und heute Abend gibt es dann eine sämige Sahne-Kartoffelsuppe mit Speck. Ich bereue es jetzt schon und nicht. Das alte Brot schneide ich zu Croutons. Was immer das ist. Wenn du gut drehen hätte, würde gerade so eine Freudenträne aus ihrem Auge kommen. Die Strecke von Camperbad. Den Stierhoch ist eine der ungemütlichsten und auch bekanntesten im Reich, die noch vernünftig befahrbar ist. Denn man kann fast nirgendwo anlegen, weil fast durchgehend nahezu senkrechte Steilwände rechts und links den Fluss einrahmen. Was auch bedeutet, dass der mal trügerisch leise, mal brüllend laut sich da durchzwängt und auch eine ziemliche Eile dabei hat. Das heißt, es ist wirklich eine Frage davon, ob der Wind gerade halbwegs günstig flussaufwärts zwischen diesen Felswänden entlang zieht, dass man überhaupt sich den Fluss hoch bewegen kann oder ob man anlegen und auf besseres Wetter hoffen muss. Ihr habt Glück. Es gibt nur einen Tag, an dem ein prasselnder Regen euch das Deck, die Stufen runter ins Unterdeck, tropfend teilweise auch die Kabine, ein paar Stellen die eingelagerten Vorräte und die Segel nass macht. Aber danach erholt sich das wieder und der klamme, kühle Wind, der durch die kühle Klamm weht, trägt euch aufwärts. Bis ihr schließlich 2 sehr große Menhire passiert, die rechts und links auf die immer weiter gesunkenen Steilwände platziert wurden, die mit einer ganzen Reihe verschiedener Runen und Symbole versehen sind und großen Spiralen. Moos wuchert in vielen von den Linien drinnen. Obendrauf sitzen Vögel, die sich teilweise mit um die guten Plätze streiten, während sie euch beobachten. Und es gibt so einen kurzen Moment, wo euch ein nicht unwohler, so ein warmer Schauer über den Rücken läuft, als ihr zwischen diesen Steinen entlang fahrt. Und dann seid ihr in einem Kessel, in dem sich aus 3 Richtungen Wasser ergießt. Tobend und sprudelnd und unangenehm laut aus 2 Wasserfällen. Der Stirr, der nach Süden, also aus Süden kommt, und der Nurm, der von Norden sich in diesen Kessel ergießt, der dementsprechend auch tief ist, so tief, dass das Wasser schwarz erscheint, und die Reihe von Schleusen,
die Höhe des Wasserfalls des Stil überbrücken, um ihn weiter befahren zu können. Das ist südlich gelegen, das letzte von diesen Schleusentoren, und aktuell geschlossen. Dafür seht ihr im Norden an einem kleinen Strand, der in eine Höhle hineinführt, einen Anlegesteg, ein einfaches Boot und eine Frau, die gerade damit bemüht ist, dieses Boot auf den Strand zu zerren vom Anlegesteg und zu kippen, damit sie die Unterseite abschaben kann. Die sieht euch auch, winkt euch und ruft etwas, aber über das permanente laute der Wasserfälle könnt ihr nicht hören. Ja, was ist Renate, wo müssen wir lang? Oder warst du hier überhaupt schon mal? Ich war hier schon mal so ein bisschen her. Also wenn wir den Stirre weiter hoch wollen würden, aber das wollen wir, glaube ich, nicht, müssten wir natürlich Schleusen nehmen. Die sind aber wirklich empfindlich teuer. 5 Goldkronen, um die zu nutzen. Oh! Muss man zahlen, bevor man das oberste Schleusentor passieren darf. Dann gibt es oben eine Gaststätte, die dafür aber ziemlich vernünftige Preise hat. Und Unterbaum, das Dorf selber, da kommt man hin, wenn man hier im Norden an den Anlegesteg geht. Dann legen wir doch an hier. Ja, den preiswerten. Ich denke auch. Gut. Ihr legt an. Ein relativ einfaches Manöver mit ein bisschen hin und her gehudelt, weil die Strömungen kurios sind in dem großen Kessel. Aber die Frau, die ihr gesehen habt, hat inzwischen ihr Boot gänzlich auf den Strand gezogen und eilt hinaus auf den Anleger, um geworfene Seile in Empfang zu nehmen und euch mit dem Vertäuen zu helfen. Hey ho! Schreit sie dann. Hey ho, hab Dank! Astrid ist mein Name! Wollt ihr noch Unterbaum? Wollen wir! So sieht es aus. Ja, dann seid ihr hier genau richtig. Ich fahre jetzt ins Dorf. Soll ich euch mitnehmen? Frau Astrid, Sie täten uns einen Gefallen. Wir sind hier tatsächlich zum ersten Mal am Anliegen. Schön, schön. Also es kommt eigentlich auch keiner hier hin. Wenn nicht irgendwelches Gesocks auf dem Fluss, von Flussseiten her sich dem Schiff nähert, sagen wir mal so, die Unterbaumer, die werden da nichts mitmachen. Aber vielleicht hast du zur Sicherheit jemanden an Bord. Renata, und... Nein, es wird ganz furchtbar sein mit Frau Heufußens Küche hier. Denke ich auch. Ja. Ein paar Tage an Bord allein zu fahren. Aber Frau Heufuß kann uns natürlich einen Bestellzettel mitgeben. Nicht, dass ich ihn wirklich richtig lesen könnte, aber sie kann uns auch einfach sagen, was vielleicht in der Küche jetzt schon fehlt. Also, Butter wäre gut und einfach frisches Gemüse, was euch unter die Finger kommt. Und falls ihr Fleisch wollt, Fleisch. Das Fleisch, was ihr wollt. Aber hier, und sie reicht euch jeweils ein Paket, das liebevoll in gewachstes Papier eingefaltet ist. Da. Dankeschön. Lunchpakete? Und ihr habt Ruh lange nicht mehr so glücklich lächeln sehen. Mit einem wirklich schönen, herzhaften, zwischen den Zähnen regelrecht knirschenden Schwarzbrot, auf dem ein Quark aufgestrichen ist und frische Marmelade und irgendwie Grünzeug, das klein geschnippelt wurde obendrauf. Mehrere Würstchen, Käsestückchen und ein paar Schnitzer, frische Äpfel. Oh, Agent. Es hat sich wirklich gelohnt, die Frau weiter zu beschäftigen, finde ich. Ja, wunderbar. Ich schaue mal. Das sage ich auch laut. Das war wirklich eine gute Idee, euch mitzunehmen. Renata, könnt ihr mit einem Bogen umgehen? Ich würde meinen langen Bogen hier lassen. Ja, kann ich. Perfekt. Gut. Ich kann auch mit einer Angel umgehen, mal schauen, ob wir ein bisschen was gefangen haben, bis ihr wiederkommt. Hat Astrid einen Wagen? Karren? Ich habe einen Karren, aber der ist oben. Wie oben? Naja, wir müssen hoch auf die Klippen. Ja. Ihr wart noch nicht hier. Folgt mir einfach. Ist ein bisschen schwierig zu erklären. Gut. Hat irgendjemand von euch außer mir ein breites Kreuz? Ich? Unsere Ware. Muss dann auch irgendwie die Klippen hoch. Oh, du willst sie hier verkaufen, die Fässer. Das,
Das hatten wir so gedacht. Das ist keine schlechte Idee. Die werden halt hier auch nicht ständig neue Ware kriegen. Das heißt, hier lohnt es sich wahrscheinlich, Dinge zu verkaufen. Also gut, die kann man ja rollen. Also ich kann euch nicht sagen, ob wir genügend Goldmünzen da haben, um euch dafür zu entlohnen. Aber sagen wir mal so, es wird sich sicherlich was aushandeln lassen. Ich fange mir mit einem Fässchen an, da müssen wir auch nicht so viel schleppen. Das können wir natürlich auch machen. Das packe ich ohne weiteres auf meinen Rücken. Nimm auch was. Dafür hab ich das gelernt. Schön, schön. Sehr gut. Ja, du packst dir das auf, nach ein bisschen zusammenschnüren. Und Astrid führt euch ein bisschen weiter in diese halboffene Höhle, also sehr großer Eingang. Keine schmale Höhle, wo sich das weiter nach hinten öffnet, sondern eher so wie das Negativ eines halben Brotleibs, eine Grotte, die in den Felsen hineinführt und sich hinten relativ gemütlich verengt, wo man dann auf einen halb in den Stein geschlagen, halb gemauerten Pfad stößt, der erst als eine Schräge aufwärts geht und dann zu einer Wendeltreppe wird, die, wenn man sie ein bisschen schnaufend hinaufgestiegen ist, am oberen Ende dann auch wirklich einen bemerkenswerten Ausblick über den Talkessel und die herabdonnernden Wasserfälle und die riesigen Fahnen von Nebel und Gischt bietet, die da aufsteigen, fast so, als würde es brennen. Und die Abendsonne, die verfängt sich tatsächlich darin, und als ihr ein paar Schritte weitermacht, erstrahlen Streifen von Regenbögen in einer Leuchtkraft, wie ihr sie selten nur gesehen habt. Sehr schön. Es ist wirklich schön hier, Astrid. Ja, es ist eine gute Gegend. Auch eine größtenteils sichere Gegend. Also größtenteils heißt kein Ärger in der letzten Zeit? Nun ja, wir wohnen in der Nähe der kahlen Hügel. Mhm, ja. Das bedeutet, dass der Ärger immer nebenan ist. Aber als das Übel in die kahlen Hügel kam, haben die Druiden dieser Region alle Vorsichtsmaßnahmen getroffen, die ihnen möglich waren. Das Böse kann nur sehr schwierig. Das Umland betreten nur noch schwerer das Dorf. Die großen Steine, die Menhir? Ja. Ah. Erinnert mich sehr an Ultorn. Oh. Oh ja. Ihr habt auch Druiden? Weniger druidisch, aber ja, große Steine mit Runen darin. Wegsteine, Schutzsteine. Safari ist voll damit. Nichts, was ich jemals zu sehen bekommen werde, aber es ist schön, davon zu hören. Da ist mein Karren. Sie deutet auf ein ziemlich struppiges, stämmiges Pony, das gerade mit langem Halsen versucht, ein paar Nesseln zu erlangen und ein paar Büschel noch nicht abgekautes Gras. Es ist an einem Pflock festgemacht und streckt sich, soweit es kann, richtet dann aber den Kopf auf und die Ohren und scharrt mit einem Huf, als die Chefin wieder näher kommt und es losmacht. Steigt auf, steigt auf. Leise knarzenden Achsen geht es nicht weit, einen tatsächlich gar nicht so ungepflegten Weg, wo regelmäßig das Grünzeug zurückgeschnitten wird und die Erde festgestampft ist auf der Breite jeweils, dass man die Reifen von zwei Karren gut fahren kann. Dazwischen ein Streifen von Mohnblumen und Kornblumen, Wegerich und anderen Reinfarrengewächsen. Und dann seht ihr, schön malerisch in der Abendsonne angeleuchtet, mit orangenen Dächern durch das Licht der Abendsonne, eine kleine Siedlung liegen. Relativ locker angeordnet, rings um einen großen zentralen Platz, auf dem ein wirklich bemerkenswert ausladender Baum steht, der so alt und so groß ist, dass viele von den älteren und dickeren Ästen von hölzernen Streben gestützt werden, damit sie den Baum nicht auseinanderbrechen. Und die Gebäude alle sind Kleingehöfte, mehr oder weniger lange Häuser mit Reet gedeckt, das eben gerade wie in Brand gesteckt scheint durch das Licht, wo Pferde und Rinder davor stehen, etwas weiter draußen viel auf den Wiesen Schafe und Ziegen, die auch die Köpfe heben, als ihr vorbeifahrt und kauend hinter euch herschauen mit ihren Querpupillen und mit einem eure Ankunft kommentieren. Unter dem Baum, da sind Lampen aufgehangen, da gibt es auch mehrere Sitzplätze, wo eine ganze Reihe Leute sich finden und es riecht nach Suppe. Viele Leute sitzen da mit Schalen
und schauen euch nicht unfreundlich entgegen. Ich fällt auf, dass sie relativ einheitlich wirken. Leute, die nicht viel außerhalb der Region wahrscheinlich heiraten und sich fortpflanzen. Die meisten haben grüne Augen und braune Haare, die sie auch alle lang tragen. Und die Männer scheinen einen Wettbewerb ausgerufen zu haben, wer von ihnen den prächtigsten und längsten Vollbart züchten kann. Häufig mit kleinen Fiebelchen oder versehen oder zu Zöpfen geflochten. Viele Leute fangen an. Astrid, 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 hey Astrid, wen hast du da mitgebracht? Springt runter. Ich hab's verpasst, nach ihrem Namen zu fragen, wenn ihr es glaubt oder nicht. Dann stellen wir uns doch mal vor, wenn wir also an den Baum kommen. Er wird freundlich begrüßt von lauter Leuten mit langen und kuriosen Namen. Unter anderem dann ein älterer Herr mit einem ziemlich zerzausten grünen Schlapphut und einem besonders langen Bart, in dem eine Kordel mit ein paar Perlen und Federn eingeflochten ist, der euch die Hände schüttelt und sagt, ah, Karobreth, Karobreth, ich bin der örtliche Priester. Es ist uns eine Ehre. Ich bin Leo Lesterlaute. Ich bin Barde und das sind meine Begleiter. Das ist Karl Schauermann und das ist Gil, ein Elfenprinz aus dem fernen Uthuan und seine Schwester. Oh. Was führt denn einen Elfenprinz auch noch in einer so kuriosen Gemeinschaft nach Unterbaum? Die meisten Leute fahren einfach am Anleger vorbei und den Stiere weiter hoch. Und verpassen dann das hier. Ja. Eine gemütliche Gemeinschaft. Kann man euch Suppe anbieten oder Brot? Wir haben müssen auch frisches wir wählen? Suppe oder Brot? Nein, ihr bekommt auch gerne ein Kantenbrot. Dann Suppe. Nehmen wir das gerne an. Ja, ein Teller Suppe und ein Brot. Das wäre doch wunderbar. Ja. Großartig. Also ein Stück Brot. Eine Rübensuppe, in der ein paar verlorene kleine Stückchen Schaf schwimmen. So wie ein dunkles und aus grob gemahlenem Mehl gebackenes Roggenbrot. Man bietet euch auch Pfeifen mit gestopftem Kraut drin an, die geraucht werden. Kein Tabak, sondern Brombeerblätter oder sonst irgendetwas, was die Leute hier im Wald ernten. Eher kurios. Karl, wir treffen immer wieder auf gute Seelen, aber ich muss sagen, irgendwas in mir sagt mir, wir könnten das Fass auch mal anstechen und eine Runde ausschenken. Ja, als Dank. Wir haben es nicht umsonst hier den Berg hochgeschleppt. Und wir benötigen jetzt nicht unbedingt einen Verkauf davon, dementsprechend. Ja. Stech es an. Wir teilen einen guten Schnaps aus Campebad. Aha. Was ist denn das für ein schönes Wässerchen? Sofort drängen sich Leute unterschiedlichen Alters. Die Jüngeren werden dann aber weggescheucht mit ihren eigenen Bechern um euch. Ihr seht aber auch einen Mann so um die 40 mit der braunen, gebräunten Haut von jemandem, der sehr viel draußen in der Sonne verbringt, zwischengehen. Wir können, ihr wisst, was das wert ist. Können wir euch wenigstens etwas anbieten im Tausch? Suppe und Brot. Und vielleicht ein Gespräch, denn tatsächlich sind wir nicht aus Zufall hier in der Gegend, sondern haben ein Gesuch. Ich gebe einen Ruf von hinten. Ein Schaf? Ich glaube, wir brauchen kein Schaf. Also, wenn wir zurückkommen. Ein Schaf hat eine Menge Nutzen. Ich weiß, guter Mann, aber wir sind so viel unterwegs, wir könnten uns auf dem Schiff gar nicht richtig um ein Schaf kümmern. Aber wenn irgendein Schaf schlachtbereit ist, können wir das auf dem Rückweg sicherlich gerne mitnehmen, weil unsere hervorragende Halblingsköchin aus jedem Tier ein Zauberwerk auf dem Tisch bringt. Dann ist es abgemacht. Es gibt einen Händeschlag und dann wird das Fässchen angestochen. Mit einem schönen, satten Klonk. Und dann träufelt fröhlich der duftende und leicht goldene Branntwein in die einzelnen Gläser. Die Laune, die hebt sich noch direkt. Leute, die am Schwatzen sind, jemand holt eine Fiedel raus und stimmt sie nicht sehr präzise, aber dafür schnell.
Oh, cool, dann hole ich meine Laute raus und spiele mit. Ja, es gibt eine kleine improvisierte Feier. Caro Brethe setzt sich dann zu euch. Ihr wolltet ein Gespräch. Ich würde da am ehesten mich anbieten, weil ich als Priester der Rea hier nicht nur der Heilung und der Pflege des Landes verpflichtet bin. Ich bin vielleicht auch am ehesten das, was man als einen Diener der Verena hier betrachten würde, in dem Sinne, als dass ich lesen und schreiben kann und auch die Aufzeichnungen und die Überlieferung des Dorfes führe. Worum geht es denn? Astrid hat uns ja schon auch die kahlen Hügel erwähnt und dass von dort Unheil ausgeht. Und ja, da müssen wir hin, weil wir einen, zwei finstere Zauberer verfolgen, die irgendetwas in diesen Hügeln suchen, und das ist mit Sicherheit nichts Gutes. Die Hügel waren nicht immer kahle Hügel. Den Namen haben sie erst seit 200 Jahren. Wie hießen sie davor? Die grünen Hügel. Ich weiß, nicht sehr kreativ. Ne? Naja, wenn sie das waren. Grün sind sie immer noch, aber es ist ein anderes Grün. Vor 200 Jahren gab es mehrere Nächte, in denen Mauslieb immer größer am Himmel schien. Und dann begann es Feuer zu regnen in der vierten Nacht. Und flammende Steine stürzten vom Himmel. Die meisten davon sind verbrannt, bevor sie den Boden berühren konnten, und haben nur eine bittere Asche über das Land verteilt. Aber einer hat einen Donner erzeugt und das Land erbeben lassen. Dort, wo er den Boden berührt hat, einen tiefen Krater erzeugt. Heute steht da Wasser drin. Und ringsum haben seltsame Pflanzen, die wir vorher nie gesehen haben, angefangen zu wachsen und zu wuchern. Das Wasser ist giftig. Aber meine Vorgänger haben Steine aufgestellt. Die Pflanzen sehen missgestaltet aus, nehme ich an. Sie sehen aus, als habe sie ein kranker Verstand als Zeichnung entworfen und dann in die Welt hinein liefern lassen. Formen und Symmetrien und Farben, die nicht natürlich sind. Und wenn man das Gebiet betritt, wo alles zerstört ist, dieser Donner und dieses Beben haben alle Bäume niedergefegt, wie Halme im Sturm. Wenn man diese Grenze überschreitet, steht Mauslieb immer voll am Himmel, egal welchen Stand der Mond sonst in der Welt hat. Ein verlorenes Stück Land, wie sich das anhört. Ja. Ihr seid nicht die Einzigen in letzter Zeit, die sich dafür interessieren. Das wäre unsere nächste Frage. Habt ihr gesehen, wer hier durchgeritten ist, wahrscheinlich sogar? Sie haben das Dorf nur passiert. Da habt ihr Glück gehabt. Weiter in Richtung kahle Hügel, den Narren hochgereist. Ein kränklicher junger Mann mit einer Frau in rotem Kleid. Ja. Der Mann hat viel gehustet. Ja, ich habe ihn nicht gesehen, aber mehr von den Leuten auf den Wiesen im Osten. Auf deren Fersen sind wir tatsächlich, auf deren Jagd, um genau zu sein, denn diese Gestalten zögern nicht, in das Gebiet zu treten, das ihr gerade beschrieben habt. Und sie haben auch keinerlei Furcht vor einem Mosleib, der groß am Himmel steht. Suchen sie das sogar. Exakt. Ihr seid ein Diener der Rea? Der Rea, ja. Habt ihr bei der Einwirkung, ich bin selbst nur im ultuanischen Pantheon unterwegs, aber ich weiß um die Similarität mit unserer Göttin Isha, der Naturgöttin. Und Isha, die weinte um die Schöpfung. Oh, ich bin ja, überrascht. Ich bin des Lesens und des Schreibens fähig. Aber die wenigsten verzeiht, Menschen interessieren sich tatsächlich außerhalb ihres Glaubens um solche fremdartigen Wesen wie Kurnos und ich. Aber ja,
habt ihr etwas gespürt, etwas von eurer Göttin aus, als dieser Donner einschlug, als das Land sich veränderte? Das war als... vor 200 Jahren, mein Lieber. Oh, ich verstehe. So, ich bin alt. Verzeiht. Auch da. Euch wurde erklärt, lieber Elfenprinz, wie kurzlebig wir sind, oder? Auch da müssen wir umdenken. 200 Jahre sind fast nichts. Gut, dann lasst mich die Frage umstellen. Hattet ihr ein Zwiegespräch, eine Vision, eine Epiphanie, irgendetwas, was ihr eure Rhea fragen konntet nach diesem, was dort passiert ist im Land? Die Überlieferung sagt, und ich spüre es auch in meinen Knochen, dass dort etwas Übles seine Spuren hinterlassen hat. Und dass es nur zwei Arten von Leuten geben kann, die dorthin wollen. Die sich mit dem Üblen gemein machen wollen und die dies ausmerzen wollen. 200 Jahre altes Übel. Ich brauche mehr Schnaps. Und es sind auch früher schon immer wieder Leute hierher gekommen. Es begann schon nicht lange nach diesem Donner und dem Einschlag. Sind die ersten Leute hier erschienen, gelehrte Leute, die auch Menschen hier aus dem Dorf angeheuert haben, Menschen, die nie wiedergekommen sind. Verzeihung, aber woher weiß man das? Gibt es schriftliche Aufzeichnungen darüber? Die Priesterschaft wird in meiner Familie weitergegeben, von Vater zu Sohn. Ah. Und auch wenn nicht alles aufgeschrieben ist, weil erst seit meinem Vater wir des Schreibens fähig sind, die Erzählungen wurden aufrechterhalten und weitergegeben. Ich verstehe. Aber nicht so weit weiter, als dass nicht eventuell Sigmariten oder Hexenjäger davon erfahren könnten und sich der Sache annehmen? Oder ist dies schon passiert? Versucht? Wir sind ein bisschen weit ab von dem, was wichtig genug ist, als dass jemand einen Sigmarpriester herschickt. Das befürchtete ich. Nun, immerhin können wir dann... Ja. Wir pflegen unsere druidischen Künste. Wir beten zu Rhea und Shalia. Und wir führen damit ein gutes Leben. Und eure Schutzrunen, Schutzsteine schützen auch zuverlässig euer Land. Das Böse breitet sich nicht weiter aus. Die Grenze ist gezogen worden vor 200 Jahren, sie ist nicht weiter gewandert. Und jetzt sind allerdings tatsächlich Mächte am Werk, die eventuell aktiv dagegen wirken. Das befürchte ich auch. Und ich würde unterstellen, dass ihr zu denen gehört, die nicht sich gemein machen wollen mit dem Bösen, sondern dagegen arbeiten wollen. Oh, glaubt uns, dieses Böse... Ich habe die Monate gezählt, aber wir sind mindestens zwei unterwegs, wenn nicht länger, um es aufzuhalten, denn es betrifft uns sehr persönlich und ist uns ein Dorn in sämtlichen Augen. Dann würde ich euch gerne begleiten. Ihr werdet jemanden brauchen, um euch in das Zentrum der kahlen Hügel zu führen. Sehr, sehr gern. Da habe ich euch noch eine halb persönliche Frage, die mit dem Thema Dorn im Fleisch, im Auge, wie auch immer zu tun hat, stellen. Sicherlich, wenn ihr einen Heiler braucht. Ich bin als Priester der Rhea natürlich in der Lage. Das meinte ich nicht. Ich bin, ihr sagt, ihr seid es lesenskundig. Das bin ich, ja. Ich möchte euch gerne einen Brief zeigen, der mich fälschlicherweise erreicht hat. Und mich interessiert vor allem, ob euch das Symbol, das als Unterschrift dient, etwas sagt. Dann zeige ich ihm den Zettel, den ich zuletzt bekommen habe. Also, hier in der Gegend benutzen die meisten irgendein Symbol, wenn sie was unterschreiben müssen. Aber eine lila Hand? Woraus macht man denn lila Tinte? Wir machen unsere Tinte hier aus Eichengalle. Ich glaube nicht, dass jemand irgendwie... Nein, habe ich noch nie gesehen. Danke. Na dann, könnt heute Nacht im
auf dem Heuboden von meinem Bruder übernachten. Und morgen früh brechen wir auf. Gerne. Oder wollt ihr direkt in die Nacht hineinwandern? Nein. Wenn Morslaib sowieso immer erscheint, kann man auch bis morgen warten. Naja, er schaut hoch. Manslieb ist ein Halbmond aktuell und Morslieb ist eine kleine schmollende Sichel, die einen Viertelhimmel dahinter herzieht. Hier haben wir nur einen winzigen Schein von Morslieb aktuell. Aber sobald wir die kahlen Hügel erreichen, wird sich das ändern. Und falls sich jetzt Leute fragen, wie kann es sein, dass der eine Mond ein Halbmond ist und der andere ein Sichelmond? Morslieb funktioniert nicht nach physikalischen Gesetzen. Manslieb schon eher. Wir hatten aus dem Turm, der ein Signalturm werden soll, eine Karte geborgen. Ja. Auf der war ein Dreieck mit überlappenden Enden. Und einer davon liegt exakt in den kahlen Hügeln. Das ist richtig. Das wollte ich wissen. Und auch gerne irgendwie Karobrev mal zeigen, ob ihm die anderen Kreuzungspunkte irgendetwas sagen. Schaut drauf, schüttelt den Kopf. Guter Mann, ich bin ohnehin nicht sehr gut mit Karten vertraut. Das ist... ich meine, wie viele Meilen sollen das sein? Ob das so genau stimmt, weiß ich auch nicht. Ich kann die Flüsse verfolgen und dass wir wohl vermutlich jetzt genau hier an diesem einen Kreuzungspunkt sind. Ja. Gut. Aber nee, ich kann euch da nichts über den Rest sagen. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Danke. Er geht noch mit seinem Becher nochmal zu dem kleinen Fässchen, wo gerade die letzten Runden ausgeschenkt werden. Prostet euch dann zu. Winkt seinen Bruder heran, der eigentlich ganz so prächtigen Bart hat und der nur zu bereitwillig euch dann Betten auf seinem Heuboden anbietet, wo Heu zusammengeschoben wird. Dann kommen Wolldecken und Schaffelle drüber, die hier allgegenwärtig sind. Und dann nochmal eine Wolldecke oben drüber, sodass es tatsächlich ziemlich warm und auch angenehm weich ist. Das Einzige ist, es riecht ziemlich stark nach Schaf. Alles. Und Rind. Aber dafür zieht es auch warm hoch von den Tieren. Ja, Gil rückt mal zu seiner Schwester. Oh. Geht es dir gut? So gut es mir gehen kann. Und selbst Elfenprinz, Held der Menschen. Oh, gut, nun, ich spüre da ein wenig Angriff in der Stimme. Bin überrascht. Ich wusste nicht, dass Held ein neues Ziel von ihr war. Nein, ist es nicht. Und auch Prinz nicht. Aber genau darüber will ich gerade mit ihr reden, weil ich dich tatsächlich, und das ist selten, nicht einschätzen kann. Du wappnest dich zum Krieg mit dem hehren Ziel, uns zu schützen. Das ist sehr schön. Sprichst natürlich aber trotzdem immer gegen die Pläne, sich hier mit dem Chaos anzulegen. Und deshalb frei heraus unter uns Geschwistern. Möchtest du zurück? Wohin? Nach Utuan. Ich glaub nicht, dass wir da noch einen Platz haben. Das war nicht meine Frage. Ich habe tatsächlich, seit wir Karl und Leo getroffen haben, nicht mehr drüber nachgedacht. Und heute passieren wir diese Menhire, diese Steine von den Menschen geschnitzt mit ihren Rhea-Götterruhen. Und ich sehe vor mir die großen weißen Steine, konzentrisch den Mahlstrom ins Zentrum der Insel führend, über Kalidor hinweg, Safari, nach Höeth. Und irgendwas sagt mir, dass ich dahin wieder irgendwann, du nicht? Vielleicht. Ich meine, ich habe überraschend viel Spaß hier. Ja. Die Einfachheit der Menschen ist ganz amüsant.
Und es klingt jetzt albern und kitschig, aber... Sei albern und kitschig. Mir kommt auch ein bisschen die Galle hoch, wenn ich daran denke, dass ich das jetzt ausspreche, aber... Zu Hause ist, wo du bist. Du weißt ganz genau, ich folge dir überall hin. Sei es in den Krieg gegen das Chaos. Ist weder albern noch kitschig, das, und das klingt jetzt albern und kitschig, berührt mich. Ja. Und danke, dass du so denkst. Nun, dann habe ich jetzt die Last zu bestimmen, wo zu Hause ist. Allerdings, das ist deine Entscheidung. Dieser Heuboden ist es nicht. Das ist temporär. Für heute Nacht ist er das. Die kahlen Hügel. Und wenn wir dort lebend zurückkommen, und das klingt nach keinem Ort, von dem wir lebend zurückkommen, zahlen wir Karl und Leo aus. Und selbst wenn wir das tun, haben wir so viel Gold wie in Jahren nicht mehr, seit wir in Marienburg gestrandet sind. Allerdings. Wir könnten uns eine Überfahrt leisten. Willst du... Die Frage ist, willst du das? Willst du dich mit der Situation beschäftigen, mit dem, was wir zurückgelassen haben? Vergessen haben werden sie es nicht. Nee, ganz sicher nicht. Dafür leben die alle viel zu lange. Ja, das ist richtig. Noch etwas, was Menschen sehr charmant macht. Sie vergessen. Oder sterben. Oder sterben, ja. Ich verschiebe die Antwort und lasst uns erstmal schauen, dass unsere zwei Menschen nicht sterben. Danke, Ru. Unsere zwei Menschen klingt, um das mal in Klammern zu merken, so ein bisschen wie unsere zwei Pudel. Ich nutze mein etwas anderes Wording, ja? Das hast du jetzt gesagt. Das hast du jetzt gesagt und das war sehr fein. Das war sehr brav fein, was das? Wer ist ein guter Barde? Genau, guter Barde. Ich werf dir so ein Apfelstückchen hin. Hey! Denke an die Vitamine. Ein ganzer Kerl dann frohlich. Dann lässt sich Gil zurück ins Heu fallen. Die Nacht ist relativ ereignislos. Man hört noch eine ganze Weile Leute, die singen und labern und den Rest des Schnaps verbrauchen. Aber der nächste Morgen beginnt relativ früh mit Caro Breth, der euch weckt, der mit einem Wanderstock bewaffnet und einem Ranzen auf dem Rücken dasteht. Und neben sich auf einem einfachen Tisch, der grob aus Holz geschnitzt ist, ein Brett hat, auf dem Käse, Schafskäse, aufgeschnitten liegt, Brot, Butter aus Schafsmilch und tatsächlich auch getrocknetes Schafsfleisch. Kombinieren wir das mit unseren Lunchpaketen? Ich auf jeden Fall. Klingt fantastisch. Und so geht es für euch in die kahlen Hügel hinein. Wie lange können wir heute spielen von eurer Seite aus? Wie lange möchtest du denn gerne spielen? Macht denn ein Schnitt Sinn, ja? Wenn man jetzt sagt, noch ein halbes Stündchen, bevor wir zum großen Kampf kommen, können wir das gerne noch machen. Ja, also so eine halbe Stunde wäre, glaube ich, eine gute Stelle, um dann Abschluss zu finden. Dann machen wir das. Machen wir das doch. Will niemanden über Gebühr beanspruchen. Ich weiß, dass ein paar Leute hier sehr früh raus müssen. Alles gut. Nicht Oliver offensichtlich, aber... Ich darf ganz lange aufbleiben. Ich muss morgen nach Hamburg. Nach Ladenburg? Auch schön ist. Hamburg. Nach Hamburg. Ladenburg wird näher, glaube ich. Ja. Ja, aber nicht so früh. Gut. Ich muss morgen nach Bielefeld, aber bis dahin bin ich wach. Du lügst doch. So. Der Weg führt euch erstmal durch einen sehr gesund wirkenden Wald, der in regelmäßigen Stellen Kuhlen aufweist oder Schlammbäder, Spuren, die Wildschweine hinterlassen haben, die es hier offensichtlich reichlich gibt. Wenig überraschend angesichts der Menge an Eichen, die hier wachsen, auch wenn es gut durchmischt ist mit verschiedensten anderen Bäumen. Zunehmend auch Ahorn, wenn es ein bisschen höher geht. An den kleinen, vielen kleinen Bächlein entlang auch
Weiden und Eschen und Erlen. Und es gibt überall auch das Knirschen und Knispeln von kleinen Tieren in den Bäumen und im Unterholz und das regelmäßige Tack-Tack-Tack-Tack von einem Eichelheer, der sich laut darüber beschwert, dass es Eindringlinge in seinem Wald gibt. Bis das Ganze recht abrupt, fast wie so mit einem Zirkel über die Landschaft gezogen, endet. Im strüppigen Gebüsch. Dann gibt es eine kurze Zone an Brombeerranken, die sich wie stachelbewehrte Schlingen versuchen, um eure Knöchel zu legen. Und dann ist der Boden kahl. Die Hügel haben ihren Namen zumindest hier erstmal verdient. Es gibt höchstens ein trockenes, struppiges Gras und ein bräunliches Moos. Und dazwischen kommt an vielen Stellen der nackte Boden. Diese halb weggespülte Krume und gesammelte Staub zum Vorschein. Ihr seid tatsächlich 2 Tage allein nur in den Hügeln unterwegs. Die Nächte sind kühl und neblig und über euch hängt grünlich geifernd das an einen Totenschädel gemahnende Gesicht, das auf Morslieb durch Kratereinschläge gebildet wird, herab. Caro Breff übernimmt gerne immer eine der Wachen, nachts mit der Pfeife im Mundwinkel und einem besorgten Blick zum Himmel. Bis ihr am 3. Tag euch von Hügeln abwärts, die gänzlich ohne Wege sind, runterführt in einen Talkessel, in dessen Herzen ein fast kreisrunder See liegt, mit einem stahlblau schimmernden Wasser, das aber wenige Finger breit unter der Oberfläche so milchig wird, dass man nicht in die Tiefe schauen kann. Um das herum 6 große Menhire aufgestellt sind. Um dieses Wasser herum wächst etwas Grünes, das auf den ersten Blick sehr, sehr saftiges Gras sein könnte. Bis man dann sieht, dass die feinen Gewächse erstens nicht dünn und spitz zulaufend sind, sondern in der gesamten Länge gleich bleiben, dick bis auf eine leichte Verdickung am Ende, die fast so einen Fingerglied vielleicht oder eine Fingerkuppe angeschwollen gemahnt. Und dass sie sich alle ganz leicht bewegen, obwohl kein Windzug geht und in so einer undulierenden Bewegung Wellen schlagen. Das ist mal was. Ein Anblick für ein Gebet zu den guten Göttern. Mhm. Das ist ja widerwärtig. Das ist auch schon, ich habe auch sicherheitshalber direkt meine Hand an meinem Schwert an der Seite. Zwischen den Steinen kommen hier auch einzelne Blättchen hervor und Blüten. Blumen, die tatsächlich sich nicht nach der untergehenden Sonne ausrichten, sondern ihre Köpfe langsam und kaum sichtbar in eure Richtung drehen. Und ihre blauen, roten, purpurnen und in manchen Fällen auch giftgrün geäderten kleinen Gesichter auf was auch immer ihr abstrahlt, an euch habt, was sie interessiert, hindrehen. Sowas wie Kirchenlieder, Mari? Sowas wie was? Kirchenlieder, so. Ja, natürlich gibt es Hymnen verschiedenster Gottheiten. Mhm. Also vor allen Dingen gibt es Unmengen an Hymnen Sigmars und die Kirche mit den 2 größten Menge an Hymnen ist die der Schalia. Okay. Gibt es sowas wie eine Sigmars-Hymne, die eigentlich jeder im Reich kennt? Der Hammer fällt. Zweistrahlige Komet. Dann stimme ich den 2-strahligen Komet an, wohl holt er dafür sogar extra meine Laute vom Rücken. Sonst irgendwas, das ist vielleicht auch noch was irgendwie Sigmars Sieg über das Chaos oder überhaupt Abwehr von finsterer Zauberei. Sowas als Thema. Und ansonsten, klar, irgendwie, wenn den 2-schweifigen Komet kenne ich natürlich auch. Ja, den kennt eigentlich jeder, der im Reich aufgewachsen ist. Natürlich. Ja, natürlich. Wir summen mit. Und immer nur den Refrain. Ja, genau. Der 2-schweifige Komet.
Komet. Siegesflagge weht. Komet. Armee steht. Dritten Mal, wenn man denkt, man hat den Refrain, kommt die Bridge und man sieht wieder Schiffer schreien. Der ist ein Arsch-Hit. Lauten Solo. Eine Hymne mit einer Bridge drin. Lauten Solo. Lauten Solo. Caro Breath schmunzelt ein wenig, deutet runter. Ich weiß nicht genau, was ihr hier sucht, aber tatsächlich ist der sicherste Ort, um hier ein Lager aufzuschlagen, im Schlagschatten sozusagen der gesegneten Steine. Mhm. Und seht, dass auch jeder von denen so einen langen Kegel hinter sich hat und keine von diesen seltsamen Pflanzen wachsen, sondern einfach nur ein paar verkohlte Reste von schon langen toten Pflanzen stehen. Aber interessant, dass die Steine hier stehen, aber trotzdem umwuchert wurden. Ist hier die Kraft schwächer oder seine Stärke? Hier ist das Zentrum, hier ist der Stein in den Boden gefahren, der vom Himmel gefallen ist, der grüne Stern. Die Steine wurden aufgestellt von meinem Urgroßvater und anderen Druiden, die er zusammengerufen hat. Ich mal kurz vor. Macht dämmt ein, was hier geschehen ist. Aber also, ganz können sie das Gift nicht bannen. Also hier dämmt es ein und außerhalb versucht es zu schützen. Ja. Glaubt ihr, es würde sich ausbreiten ohne eure Menhire außerhalb der Zone? Ich bin mir sicher. Ja, ja. Lagschatten sind. Also wir haben jetzt quasi über uns den fiesen Morslieb und dessen Licht die Schlagschatten. Nein, tatsächlich ist es eher im übertragenen Sinne so, als wäre der See eine Lichtquelle. Wachsen die Pflanzen so da, wo das Licht hinstrahlen würde, und die Steine halten es auf. Er hält jetzt auch auf einen von diesen großen, breiten Menhiren zu und lädt seinen Säckel und seine einfache Bettrolle in diesem Bereich, der frei von den seltsamen Pflanzen ist. Ja, hinterher. Lassen wir alle zusammen in einen. Wenn ihr euch ein bisschen zusammenkuschelt, ja. Caro Breath bricht von den verkohlten Pflanzen Teile ab und scharrt sie zusammen zu einer kleinen Feuerstelle. Bevor wir ein Feuer anmachen, vielleicht wirklich mal in verschiedene Richtungen umschauen, ob unsere geliebten beiden Zauberer irgendwie hier schon in der Nähe sind oder ob sie Spuren hinterlassen haben. Spuren, ja. Warum nicht? Die sind hier geritten. Ja. Könnte ich gerne mal umschauen. Gibt es da irgendetwas, das mehr Sinn macht als Perception? Alternativ könnt ihr gerne auch Outdoor Survival. Outdoor Survival habe ich gerade gesehen, ja. Ich glaube, Perception ist. Aber Perception ging auch. Ja. Unterscheidet sich kaum. Perception wieder erschwert oder Nein, der normale ist ein, also es ist ein schwerer Wurf, das heißt aber, dass plus 0 ist. Ein normaler Wurf ist plus 20 tatsächlich. Dann bin ich 18 unter meinem Wert. Ich bin 15 Nein. unter meinem Wert. Also ihr vergleicht tatsächlich die Zehnerstellen. Ihr müsst nicht genau die Nummer zählen, sondern einfach, wie unterscheiden sich die Zehnerstellen? Also ist das zwei. Gut. Bei mir ein. Ein. Ich schaue den hässlichen Mond an. Ja, bei mir war es Wahrnehmung auf jeden Fall. Ich habe auch Wahrnehmung. Bei mir war es auch Wahrnehmung, ja. Ich habe 6 Erfolge von 70 auf 13. Wow. Die Landschaft ist normalerweise frei von Tieren. Ihr habt nichts gesehen, was hier kreucht oder fleucht. Selbst Insekten habt ihr kaum irgendwelche wahrnehmen können. Aber ihr könnt alle tatsächlich in der Dämmerung einen schwarzen, flirrenden Schimmer über einer Vertiefung ausmachen. Wie ein Fledermausschwarm zum Beispiel? Nein, eher wie ein Insektenschwarm. Da wir es wahrscheinlich alle einigermaßen gleichzeitig entdecken, gucke ich die anderen erstmal einfach nur wortlos an. Ziehe eine Augenbraue hoch. Ja, nein, da möchte ich jetzt auch nicht hin. Nicht, ich schon. Glyphanel kann auch ausmachen, dass da Pferdehufe Spuren hinterlassen haben. Und zwar von einem
Pferd, wenn du hast ja ziemlich gut gewürfelt. Mhm. Ein Pferd, das, du würdest sagen, entweder überraschend angetrieben wurde oder sich erschreckt hat, weil es aus einem langsamen Trott plötzlich aus dem Stand gesprungen ist und dann den Hang hinaufgerast. Okay. Also wie ein Pferd, das durchgeht quasi. Ja, das gebe ich mal weiter. Es hat anscheinend niemanden abgeworfen. Oder die Person liegt in der Senke und gammelt gerade vor sich hin. Das kann gut sein. Das würde unsere Insektenfreunde. Wie dunkel ist es denn schon, Myri? Richtig dunkel so. Also die Sonne ist schon untergegangen, das heißt, gerade hängt so ein taubenblaues Halblicht über der Landschaft. Wie weit würde ich mal aus meinem Rucksack eine. Nach dir, Thomas. Wie weit ist das etwa entfernt? Das ist so 200 Schritt von eurem Lager entfernt. Der See ist ja in einem größeren runden Talkessel. Und das Tier ist eine der nicht ganz so steilen Wände dieses Talkessels hochgerannt. Ja. Bis dahin ist jetzt nicht irgendwie großartig. Felsblöcke, die in der Landschaft liegen oder, weiß ich nicht, Rinnen von irgendwie Wasser. Also, doch, es gibt hier Rinnen. Der Boden besteht hier aus zusammengebröckelter Steinwand. Mhm. Hat sich so eine Schuttschicht entwickelt, die als eine Schräge aufwärts führt. Und ihr könnt sehen, dass das Ganze nicht gut zusammengehalten wird. Und jedes Mal, wenn es regnet, werden da neue Furchen und Rinnen hineingezogen. Der Boden ist aber in erster Linie dadurch unsicher, dass er nachgibt und Teile wegbröckeln. Es gibt aber auf dem Weg dort nach oben keine direkte Steilwand. Nichts, was ihr in der Art ausmachen könnt. Also wenn ihr nachschauen wollt, ich sehe es in euren Augen. Besser als irgendwas Unbekanntes 200 Meter von uns entfernt über Nacht da zu haben. Da liegt ein totes Tier. Vielleicht. Ich würde vorsichtig anfangen, dahin zu gehen. Genau. Und sie redet gar nicht. Sie geht einfach. Sie marschiert und hört jetzt langsam auch ein stetes. Ich habe auch Night Vision. Und riecht Fäulnis. Ja. Ich würde auch nur so nah rangehen, bis ich grob erkennen kann, was da gammelt. Da ist ein Stück des Landes abgebrochen und eine Steilwand hat sich spontan um ein paar Schritt erweitert und am Fuße dieses Steilhangs halb unter Geröll vergraben siehst du ein totes Pferd, noch mit Zaumzeug und Sattel angetan. Ohne Reiter? Ohne Reiter. Der Leib ist angeschwollen und beginnt zu platzen. Okay, dann würde ich wieder zurückgehen. Sie haben ein Pferd verloren. Das heißt, sie sind langsamer unterwegs. Hast du Spuren gesehen von demjenigen, der sein Pferd verloren hat und der zu Fuß weiter musste? Große Spuren von einer. Ich habe nur geguckt, was da liegt. Oh, verstehe. Das Pferd, was da liegt, ist das gesattelt? Ja. Es sieht so aus, als wäre es überraschend gestorben, weil der Hang sich gelöst hat und dann. Ich seufze, entzünde eine Laterne am Feuer und gehe nochmal in die Richtung. Hm. Gehe ich nochmal mit? Gehe mal mit. Vom Fliegenschwarm belästigt, der interessiert mit den gleichen kleinen Rüsselchen, mit den gleichen kleinen Füßen, mit denen sie in einem toten Pferd herumgewühlt haben, versuchen deinen Schweiß aufzunehmen. Mhm. Dich der Szene nähern und siehst das Pferd, siehst, dass es keinen Reitsattel, sondern einen Packsattel trägt, wo auch noch ein paar Sachen dran festgemacht sind. Offensichtlich hat sich niemand den unsicheren Abhang runtergewagt oder die Zeit genommen, einen Umweg zu finden. Dann schauen wir doch mal, was da so drin ist. Ja, möchtest du mir einen Wurf auf Athletik geben? Ich möchte schon. Moment, ich muss mal kurz Charakterbogen aufmachen. Auch einen plus 0. Aber das ist nicht keine gute Idee, wenn ich das mache, aber ich guck mal. Ansonsten, ich bin ja mit, ich könnte einfach kurz zurücklaufen und ein Seil holen. Darum werde ich bitten, nachdem ich nach ungefähr anderthalb Metern auf dem Geröll ausgerutscht und unsanft auf meinen Arsch gefallen bin. Du fällst unsanft auf deinen Arsch und dann rutschst du weiter, unkontrolliert den Hang herunter, versuchst die Stiefel in den Boden zu rammen, während sich Geröll und das Hemd aufwärts schiebt und um deine Hose.
und landest dann mit einem Stiefelabsatz und einem Knie auf dem angeschwollenen Leib des Pferdes. Im Moment bleibt er auch ruhig liegen und dann gibt es ein lautes als irgendwo Faulgase austreten. Hören wir das, dass er fällt? Ich denke, ihr könnt sein sehr schön melodisches, aber doch klagendes hören, als er den Hang hinunterkommt. Und ich habe auch direkt dieses Pferd wieder vor den Augen. Und so. Ich gebe ohne Worte Vuana 2 Silber für eine nicht abgesprochene Wette, die aber immer läuft. Damit wir rüberlaufen, dass die Menschen Unsinn machen. Und ich bin Karl und sie ist Leo und sie hat jetzt gerade wieder 2 Silber gewonnen. Ich verstehe. Ich erhebe mich mit den Worten, das war so geplant. Ja, ja, machst du eine Ballade drüber? Ja, ich Method Ballading. Dann, dann guck doch vorher mal, was irgendwie in den Satteltaschen drin ist. Jetzt, wo ich schon mal da bin, gucke ich auch nach. Ich versuche. Wasserschläuche, sind Wasserschläuche drin fest, eine Schlafunterlage und Futter für das Pferd, das es nicht mehr brauchen wird. Und eine kleine, ein kleines Lederfutteral, in dem Schriftstücke sind. Das würde ich gerne mal an mich nehmen. Denn es klang am Anfang so ein bisschen, als ob du mit vielen Worten sagen wolltest, nichts, wofür sich der Sturz gelohnt hätte. Aber ja, ich nehme es mal mit. Keine Hustenmedizin? Nein, Schriftstücke. Ich bringe sie mit. Wie, pass auf, es rutscht dich hier. Ich will gar nicht wissen, wie der gleich riecht. Nun. Wenn liegt. Brauchst du ein Seil? Dann hole ich jetzt noch eins. Das wäre super. Laufe ich zurück, hole Seil. Geht's ihm? Frag ich, während er kurz vorbeikommt. Er muss sich gleich sauber machen, wegen der blöden Fliegen. Mhm. Aber ansonsten, glaube ich, außer Abschürfungen hat er nichts. Am schwersten verletzt ist mein Stolz. Inzwischen ist es auch ganz dunkel, sodass Leo da unten in einem sacht grünlich erleuchteten nächtlichen Umfeld über dem toten Pferd hockt, während er auf das Seil wartet. Nur das einzige Geräusch außer dem Surren von ein paar letzten Fliegen, die noch nicht mitbekommen haben, dass es Nacht ist, ist das leise von den Pflanzen, die immer noch mit ihren Blättern und Stängeln fächeln. Und dann ist kommt schön wieder hier. Seil. Das heißt, es war sogar zu dunkel, um schon mal zu lesen, was ich an Schriftstücken gefunden habe. Nee, super. Ganz toll gelaufen, ja. Ja. Danke, Karl. Dann greife ich nach dem Seil und lass mir von Karl aus meiner mehr oder weniger entwürdigenden, eher mehr entwürdigenden Lage heraushelfen. Und als ihr zurück zum Lager schreitet, läuft auf einmal jemand parallel zu euch den Hang hinab. Eine Person, die sacht von innen heraus leuchtet, durch dir hindurch aber auch die Felsen und den Boden auf der anderen Seite sehen könnte. Karl, siehst du das auch? Oder bin ich betrunken? Ich sehe es auch, ja. Vor allem blau-silbernem Licht und Nebel geformt, geht eine Frau in Wanderkleidung langsam den Hang herab. Und dann dreht sie den Kopf in eure Richtung, seht den schimmernden Schädel unter dem geisterhaften Fleisch, als den Mund öffnet und dann wie ganz von fern hört ihr eine rufende Stimme, eine Frauenstimme, die: Helft mir! Helft mir! Ja, also In meiner Brust widerstreiten zwei Seelen. Zum einen des geübten Balladensängers, der natürlich weiß, dass genau so Geister ihre Opfer in den Tod und ins Verderben rufen. Innerhalb eines Chaosreichs, in dem wir uns befinden. Ja, andererseits aber natürlich auch die des ritterlichen Streiters für das Gute. Das ist neu. Ja. Ich glaube, du kannst schon die nächsten zwei Silber hoffen. Ich spüre, was Dummes kommt. Die Gestalt bleibt stehen, streckt die Hände zu euch aus. Helft mir! Ja, dann gehe ich mal in Richtung von der Gestalt. Ich lege mal eine Hand auf Leos Schulter. Ey, das ist ein Geist. Ja, aber der ruft um Hilfe.
Die beiden Elfen können... Das machen die so, das machen die Wasserleichen am Fluss auch. Die beiden Elfen hören Fetzen von diesem Gespräch in ihre Richtung klingen und sehen... Leo, Karl, ich habe schon zwei verloren. Aber das ist eine hübsche Frau. Mach schon mal meine Hand auf. Leo! Hat er gerade zu der Frau mit dem leuchtenden Schädel hübsch gesagt? Nein, die war mal hübsch. Das sieht doch jeder. Meine Knochen ins Grab und schenkt mir Frieden. Ich verstehe nicht, was sie sagt. Was sagt sie? Folgt mir und seht. Folgt mir und helft mir, bitte. Graubreff, ist das hier üblich? Seht ihr das auch? Ich sehe das auch. Üblich würde ich das nicht nennen, aber irgendwie bin ich auch nicht überrascht. Man sieht nur einen Schädel sozusagen, kein Gesicht. Nein, es ist seine ganze Gestalt, aber... Erinnert sie an Herzen? Nein. Okay. Ihr habt ja Bilder von Etel gehabt. Dieses dämonische Bild, das ist sie geputzt, ja. Ja, was soll ich sagen? Ich bin jetzt ein bisschen bewegt auf diesen Geist. Ich schüttel die Hand von Karl ab. Karl! Ja, ich pack ihn weg. Pack ihn am Kragen. Du packst ihn am Kragen, worauf der Geist einen Schritt näher macht. Bitte! Ich wandere schon so lange in diesen Hügeln und die anderen, sie scharren an den Felsen, aber sie kommen nicht mehr frei. Bitte, kommt und seht. Leo, Ritterlichkeit hat überall Platz, aber nicht in einem Gebiet, in dem der Chaosmond auf uns runterscheint. Aber sie hat wirklich Probleme, das merkt doch jeder. Bitte. Ich werf mal, darf ich mal einen Wurf auf Intelligenz machen? Ja, klar, kannst du das. Nimmst du Haltung? Breite. Was haben wir denn? Es ist schön dunkel. 24 von... Was dir auffällt, ist, dass dieser Geist sich, wenn das überhaupt möglich wäre, keine Mühe gegeben hat, verführerisch auszusehen. Die Frau trägt wirklich pragmatische Kleidung, Wanderstiefel. Sieht tatsächlich von den Gesichtszügen und der Art, wie sie ihre Haare trägt, den Menschen sehr ähnlich, die ihr vor ein paar Tagen in Unterbaum zurückgelassen hat. Also ich bin eine Zehnerstelle unter meinem Intelligenzwert. Ich finde, das reicht nicht aus, um so skeptisch zu werden, dass ich jetzt diese arme Frau in Not da weiter jammern lasse. Ich bewege mich weiter in Richtung dieses Geistes. Bitte. Dann werd ich will euch nichts Übles. Ich will nur Frieden. Bitte. Dann werde ich ein bisschen grob gegen Leo. Tut mir leid. Ja, ja. Kommen die Elfen und Karobreff denn näher an das Geschehen heran oder kommentieren sie immer noch so aus 100 Schritt Entfernung? Ich würde näher kommen, weil das so klingt. Ich kommentiere auch. Nein. Ja. Also, Gil setzt sich gerade aufs Kommentieren ein und sieht dann Ruana wieder loslaufen, also, mit gesenktem Kopf. Ich stelle mich halt tatsächlich zwischen Leo und den Geist und versuche ihn zurückzuschieben. Den Geist. Wow. Bitte? Fast 200 Jahre muss ich schon auf diesen Hügeln wandern und niemand kommt, um uns zu helfen. Wo liegt ihr denn? Karl, lass los! Sie will uns was zeigen. Gefährlich ist diese Höhle für Sterbliche, die noch nicht tot sind. Die anderen, sie scharren an den Felsen. Welche anderen? Die anderen sind nicht so friedlich wie du. Die anderen, die auf der Expedition waren. Dagmar von Wittgenstein. Mir in der Nacht den Dolch in die Rippen gerammt und die anderen hat er in der Höhle eingeschlossen, hat den Fels herabstürzen lassen und dann sind sie verdurstet in der Dunkelheit und sie scharren an den Felsen seither. Von Wittgenstein. Das Gift des Steins lässt uns nicht ruhen, mein Grab ist flach. Bitte. Wie viele seid ihr? Vier, die in der Dunkelheit sind und ich. Okay. Hier könnten wir schaffen. Du meinst wirklich, wir sollen hier jetzt über das schroffe Gelände stolpern, wo vielleicht unsere beiden Zauberkünstler sich irgendwo verborgen halten,
um die Knochen eines Geistes. 200 Jahre alten Geistes. 200 Jahre alten Geistes zur Ruhe zu betten. Wenn das funktioniert, ich guck mal irgendwie zu Karobrev rüber, wenn so etwas funktioniert, um den Geist zu beruhigen, sicherlich, aber vielleicht morgen, ich meine 200 Jahre plus ein, zwei Tage macht keinen Unterschied. Bei Sonnenlicht kann ich nicht hier wandern und euch nicht zeigen, wo ich liege. Oh, logisch, ja. Geister sind in der Nacht unterwegs. Wir haben schon vor, die nächste Nacht noch zu leben. Das hatte sie vielleicht auch vor 200 Jahren. Aber nachdem wir den Stein aus dem See geholt haben, was? Wollte Dagmar nicht, dass einer von uns noch weiter lebt und einfach nur ein Wort verlieren kann darüber, was er aus der Tiefe barg. Oh, Stein ist weg. Er kannte das Geistersache nicht, die weiter erzählen können, auch nach 200 Jahren. Dagmar Wittgenstein hat den Stein. Ich wollte gerade fragen, ist Stein. Dagmar noch eine aktuelle Wittgenstein? Wissen wir das? Habt ihr euch mit den Wittgensteins beschäftigt? Weiß ich nicht. Nee, da sind vorbeigeschippert und haben Musik gespielt. Könnte Leo das wissen? Vielleicht. Haben sie irgendwelche fiesen Sachen, über die man fiese Lieder über machen die kann? Über die Wittgensteins gibt es eine Menge finstere Geschichten, wie ihr schon gehört habt. Zunächst mal ist Dagmar im Imperium, ich mich recht entsinne, ein Männername, oder? Ja, das ist richtig. Das ist eine Ehe, ja. Soll ich mal gucken, ob mir dazu was einfällt? Ja, hast du irgendeine eine schöne Fertigkeit dafür? Ich hätte auf jeden Fall mal, auf was auch immer wir jetzt raussuchen, eine 0-2 zu bieten. Ja. Hast du Lore aus der Reichland oder sowas? Genau. Irgendwas Schönes? Was? Dann einfach auf Intelligenz, passt auch. Die Wittgensteins, ein verrufendes Geschlecht im Mittleren Reich. Und Dagmar Wittgenstein war ein Zauberer mit einem besonders üblen Ruf, der vor 200 Jahren gelebt haben und einen Turm direkt am Reich erbaut haben soll, um dort zu forschen. Einen Turm direkt am Reich erbaut haben soll. Könnte das einer gewesen sein, den wir schon gesehen haben? Also, der Semaphorenturm wird auf einem alten auf der Ruine eines Magierturms errichtet. Ja. Das ist absolut richtig. Was für ein Stein war das denn, meine Gute? Den ihr da geborgen habt? Wie Flaschenglas. So groß wie der Kopf eines Ochsen. Und der hat Geräusche gemacht, als würde jemand eine Geige stimmen, unablässig. Ein Geräusch, das wir in unseren Zähnen gefühlt haben. Die getaucht sind, um ihn aus dem Wasser zu holen. Ihre Hände waren verbrannt, nachdem sie ihn berührten. Das ist der Stein, der aus dem Himmel gefallen ist. Sie haben nässende Wunden bekommen, aus denen Haare wuchsen. Zähne fehlen ihnen aus. Und Dagmar hat sie dann in der Höhle eingeschlossen. Warum hat er dich mit eingeschlossen? Er hat mich. Ich war diejenige, die die anderen kommandiert hat. Mir hat er nachts das Messer zwischen die Rippen geschoben. Damit du nichts weiter erzählen kannst. Ja. Hatte er noch jemand, der den Stein dann bewegen konnte? Oder war seine Zauberkraft so groß? Das kann ich euch nicht sagen. Sie war eher tot. Sagen wir so, ich starb und als ich erwachte, war schon einiges an Zeit vergangen. Wodurch glaubt ihr, seid ihr erwacht? Der Boden ist vergiftet, meine Seele ist ruhelos und meine Knochen liegen nicht gänzlich unter der Erde. Niemand hat mein Grab gesegnet. Ich sage, wir helfen ihr. Nun, da das Teil unserer bisherigen Quest ist und uns wahrscheinlich weiterhilft. Nein, es tut's nicht. Kommt und seht. Sie dreht sich um und wandert. Warte einen Augenblick, wir brauchen mehr Licht. Kommt und seht.
Das hat nichts mit Herzl zu tun. Nichts mit dem Kult. Das glaube ich schon. Ich glaube, dass Herzl auf den Spuren von Dagmar Wittgenstein war. Warum ist sie da nicht beim Turm, an dem wir zweimal, bei der Burg, an dem wir zweimal vorbeigefahren sind, um hinzuschauen? Warum ist sie hier? Weil sie den Stein haben wollte, von dem sie immer noch glaubt, dass er im See ist. Nach 200 Jahren, das ist schlecht informiert. Rona marschiert los dem Geist hinterher. Oh! Und ist damit diejenige, die als erstes sieht, wie der Geist scheinbar zwischen zwei toten Bäumen in eine Felswand hineingeht, bis du näher trittst und das Schimmern des Geistes aus einem gut verborgenen Höhleneingang erspähen kannst. Hab die Höhle gefunden. Gut, dann wissen wir ja morgen, wo sie ist. Geist, hörst du mich noch? Ich höre dich. Sie kommt langsam wieder aus dem Höhleneingang herausgedriftet. Ich bin Leo und wir werden dir helfen. Morgen bei Tageslicht, wenn wir mehr sehen. Ihr seht doch in der Höhle so oder so nichts, egal ob wir jetzt da reingehen oder morgen bei Tag. Das stimmt. Du hast recht. Brunhilde, sagst du mir noch, ob in letzter Zeit lebende Menschen hier im Tal gewesen sind? Das waren sie. Ein Mann mit einem Fuß im Grab und eine Frau, die nach Magie stank. Was haben sie getan? Sie haben Worte gesprochen über den See, dann haben sie sich gestritten. Ein Pferd ist gescheut und durchgegangen. Und dann sind sie wieder abgereist. Mit nur ihren Reitpferden und ohne ihr Packpferd? Ja. Du selbst? Du warst eine Kommandantin dieser kleinen Menschen, dieser kleinen Hilfstruppe. Ja, du kannst also. Du verstehst dich nicht auf Magie. Nein. Dann weißt du auch nicht, was sie da getan haben. Nein. Ich weiß, aber sie haben nicht, dass sie sich darüber gestritten haben, dass das, was sie suchen, nicht hier ist. Kann es sein, dass sie versucht haben, den Stein zu bergen, den ihr schon vor Jahren geborgen habt? Vor Jahrhunderten geborgen habt? Ich weiß nicht, was man sonst hier suchen sollte, außer den Tod. Ja, das sind wahre Worte. Was suchen wir hier eigentlich? Kommst du mit rein, Bruna? Ja. Albrecht, kannst du weißt du einen passenden Segen? Ja, natürlich. Wir haben keinen Bruder Mors in Unterbaum, deswegen übernehmen wir Priester der Ringe auch alle Beerdigungen. Werde ich zum ersten Mal, seit wir zusammen reisen, Ruana dankbar und ohne diesen ironischen Unterton, den sein Lächeln sonst immer hat, anlächeln und neben mir her in die Höhle gehen. Ja, ein bisschen seufzen, aber auch hinterher, wir sollten zusammenbleiben. Ich echo das Karl-Seufzen übertrieben laut. Jetzt weißt du mal, wie das ist. Dein Bruder ist manchmal im falschen Augenblick vorsichtig, nicht wahr? Allerdings. Ruana ist manchmal im falschen Augenblick heldenhaft. Tja, ich fürchte, dass wir dann jetzt genau an dem Punkt ankommen, als wir die Karte betreten, die ich für heute gebaut habe. Nein. Da ist Karobreth, da ist euer Geist. Hier steht ihr bereit, in die Höhle einzudringen. Mit den toten Bäumen, die sie flankieren. Und was da drin passiert, ich schätze, das finden wir dann nächstes Mal raus. Cliffhanger. Ja. Zeichnet. Es sind immer zwei Seelen wohnen in meiner Brust. Mit der Story vorankommen, aber ich habe auch so viel Spaß an Unsinn ausspielen und Begegnungen mit irgendwelchen Händlern und sowas. Ich mag einfach die Welt ausgesprochen gerne und wie realistisch sie sich anfühlen kann. Schon. Auf jeden Fall. Tja. Na, dann kriegt ihr heute noch keine Erfahrungspunkte. Gut. Ausgegeben. Die wird es erst in so einer halben bis in einer Stunde geben. Aber wir sind jetzt an dem Punkt, sogar ein bisschen drüber hinaus, wo wir gesagt haben, dass wir Schluss machen. Dann machen wir jetzt Schluss. Vielen Dank für das schöne und stimmungsvolle Spiel. Danke. Danke dir für das schöne Leiten. Ja. Und die. Gerne doch.
kulinarischen Wunderbarheiten aus dem Mondland. Ja. Großartig. Hobbit-Küche. Brombeermarmelade für alle. Chat hat es schon auch die ganze Zeit bemerkt. Ja. Jedes Mal, wenn wir spielen, geht es ums Essen. Ja. Und man bekommt Hunger. Großartig. Also es sei denn, du erzählst davon, wie irgendwelche Pusteln aufbrechen und grünen Schleim absondern und dann Haare nachwachsen. Das ist immer im wunderbaren Gleichgewicht. Ja. Ich weiß nicht, also seit Drachengrab, glaube ich, sagen die Leute, meine ist doch die mit Body Horror und Essen. Und Essen. nicht gleichzeitig. Nicht gleichzeitig. Nach Möglichkeit nicht zur selben Zeit, ja. Ja. Okay. Vielen, vielen Dank auch an den lieben Chat. Essen und Body Horror. Ja. Gut. Nächstes Mal, dann idealerweise sind wir in einem Monat wieder dran. Lasst mich mal gucken. Ich glaub, Ende März. 27. oder so. Ja, Februar fällt irgendwie aus, ne? Ja, genau. Ja, ach man. 27. März steht es. Mhm. Ja, okay, bei mir auch. Gut. Ja, stimmt. Nächsten im Februar, der ist ja kürzer. Der ist sogar länger. Nicht ganz so kurz wie üblich. Ah, stimmt, Schaltjahr. Jetzt der 29er, ja. Ha, sowas. Ja, na gut, trotzdem. Dann bleibt mir zu sagen, ich bin übermorgen wieder zu sehen, aber nicht hier, sondern wieder bei Rocket Beans, wo das Tor nach Carcosa fertig gespielt wird. Hm. Die letzte halbe Stunde der letzten Session würde ich empfehlen, sich nochmal anzuschauen. Die war interessant. Aber ansonsten sind wir immer noch in Monaco und Nazis versuchen schlimme Dinge. Und wir versuchen sie zu verhindern. Oder in etwa nicht. Dun, dun, dun. Was passiert bei euch? Gibt es Dinge anzukündigen, die Leute schauen sollten in nächster Zeit? Oder hören, lesen, gucken, nix? Wir haben am Sonntag endlich wieder einen Morning Podcast. Das heißt, WTF und ich frühstücken gemeinsam vor der Kamera und quatschen über Blödsinn. Das hatten wir seit einem halben Jahr, glaube ich, nicht mehr. Okay. Gut. Macht auch Hunger? Ja. Ich muss morgen mit Ümmel live mich treffen, aber das streamen wir definitiv nicht. Wegen Spielefeld? Mhm. Ja. Ihr habt ja leider nie Zeit, weil dann würden wir vermutlich auch eine Kamera erlauben. Ja, und wir reden jedes Jahr wieder drüber. Und es ist immer parallel mit einem anderen Termin. Irgendwann. Irgendwas ist immer. Irgendwann. Ich meine, was lasst ihr das auch in einer nicht existenten Stadt, wo keine Züge hinfahren, offensichtlich auch stattfinden? Gut. Gibt es mal wieder Lemna? Ja, mal schauen. Wir wollen dieses Jahr, wenn es funktioniert, ja auch umsteigen auf mehr Kurzkampagnen und ganz viele Sachen abschließen, um das Ganze umzustrukturieren. Und da kann ich mir vorstellen, dass vielleicht auch eine Lemna-Kurzkampagne dabei rumkommt. Und ich habe ja auch ein paar wieder neue Sachen dafür geschrieben. Das könnte, glaube ich, ganz nett werden. Neue Pfade, neue Orte, neue Möglichkeiten. Und ich ist jetzt gerade, wir hatten in den Vorab-PDFs, es gibt PDFs, die für unsere Patreon, der Grund, warum es uns gibt, die wir auf Patreon veröffentlicht haben, da sind noch Artbreeder-Bilder drin und die versuche ich gerade Stück für Stück zu ersetzen durch meine weniger schönen, aber dafür handgemachten, mundgeklöppelten Bilder, die euch auf Aquarellpapier schmiere. Ja, also, Lemna lebt. Gut, ich raide uns dann rüber zu Steffen. Liebe Grüße und... Oh, wir werden gerade von Lady Vindaria geraidet. Hi, schön, dass ihr da seid. Euer Timing ist wunderbar. In dem Sinne, als dass ich es den Raid anmache, um euch zu Steffen rüber zu schicken, der übermorgen Carcosa leiten wird, wenn ich dann wieder bei ihm zu Gast bin. Es war mir eine Freude. All diese Leute hier sind übrigens spannend und unterhaltsam. Also ich habe das durchaus ernst gemeint mit hier der Crème de la Crème, wichtige Gesichter der Rollenspielszene der Deutschen. Pen and Paper, orkig im Geschmack zum Zuschauen und Thomas und Oliver zum Lesen. Macht's gut. Macht's gut, bis dann. Daniel schreibt doch, macht nichts, Steffen war der andere Kandidat. Ja, dann entscheide ich halt quasi jetzt für euch. Perfekt. Sehr gut. So. Ciao. Ich kann nicht tippen, Entschuldigung. Raid Siewatzki.
Da habe ich den Namen auf Anhieb richtig geschrieben. In dem Sinne, bye und bis dann. Tschüss.